ein Run geht los. Alles klar, dann lasse ich euch alleine und wünsche euch mal viel Spaß. Dankeschön. Den werden wir haben. So, sehr verehrte Ladies and Gentlemen, willkommen hier zu Traumas in der anderen Knife. Grunt wird tatsächlich von dem WR-Halter. Der WR liegt, wenn ich es jetzt gerade noch richtig im Kopf habe, bei 2 Stunden, einer Minute und ein paar Sekunden. Er hat aber mehrfach gesagt, er hat da mehrfach verkackt. Also, da ist noch einiges drin. Noch einiges, kann man so sagen. Gut, was man hier jetzt nicht sehen wird, aber er spielt mit 2 Pens. Das heißt also mit 2 von diesen DS-Pens. Das könnte wichtig werden. Wenn ihr euch zum Beispiel fragt, wie macht er das alles so schnell? So, was ist Trauma Center? Trauma Center ist vom Prinzip her, ist es ein Art Simulator, Chirurg, genau genommen. Und wir spielen halt verschiedene OPs durch und so ein Kram. Nutzen auch verschiedenste OP-Instrumente. Das hier ist jetzt Tutorial, da werden ein paar Charaktere vorgestellt und das ist sozusagen Oriel Welt. Wir sind mitten in der Pampa. Wenn irgendjemand casual was zum Spiel sagen kann, dann ist er herzlich dazu eingeladen, was zu sagen, weil ich habe das Spiel casual nicht gespielt. Ich habe nur Second Opinion und New Blood gespielt, durchgespielt und habe mir den Speedrun halt einmal angeguckt. So. Und ich putzieren. Ja, du putzt hier nur. Du darfst hier gleich ganz viel putzen. Du wirst dich gleich wundern. So, als erstes, wir haben eine OP am Bein. Das ist jetzt, wie gesagt, Tutorial. Das heißt also, man bekommt alle möglichen Dinge erklärt. So, Bein ist total zerschnitten. Was machen wir? Zunähen. Richtig. Und bei solch, dann kann man halt hingehen und kann mit dem, mit der grünen Flasche kann man die HP anheben vom dem Patienten. Und für solche kleinen Wunden kann man ein Antiseptikum auftragen. Das verschließt einfach kleine Wunden. Fertig. So, wenn wir operieren, das werden wir noch öfter sehen, ich bin jetzt gerade ein bisschen dran, ist aber nicht schlimm. Erst Antiseptikum, dann aufschneiden, jetzt ist die Wunde offen, jetzt können wir mit dem Forceps, können wir jetzt hingehen und können die ganzen Knochensplitter da rausnehmen. Jetzt haben wir die ganzen Knochensplitter auf unserem Tablett liegen, erstmal Knochen richten und dann puzzelmäßig die Knochen wieder einsetzen. Wieder mit Antiseptikum drüber, dann heilt das auch wunderbar. Jetzt wird sowas von den Kopf schütteln, ey, ich weiß es jetzt schon. Und wieder zunähen. So funktioniert Medizin nicht. Ich hab's gewusst! Yes! Yes! So, Verband drüber und dann, zack. OP gelungen. Mit Rang A. Ich find's jetzt schon geil, das wird so gut. Knight, ich weiß nicht genau, was du gerade vermöbelst, aber A, achte auf den Chat und B, vielleicht auch noch auf Spenden gucken, das wäre geil. Auf Spenden? Ich weiß gar nicht, wo ich auf Spenden gucke. Das hat mir keiner erklärt. Oh, ich habe nichts gesagt. Weiter geht's. Das war übrigens Kopf auf Tischblatt. Mein Mikro übersteuert, wenn ich zu laut rede. Okay, Moment, das kann ich regeln. Moment. Leute, könnte, müsste jetzt besser werden. Wir haben jetzt 5 Kilometer Cutscene, ist nicht so. So, wo war ich jetzt? Genau, Trauma Center. Ist natürlich alles etwas stark vereinfacht dargestellt hier alles. Und, No shit, Sherlock! Ah, no shit, Sherlock! Und, ja, jetzt haben wir halt Cutscene ohne Ende. So, dann machen wir jetzt weiter. Ich glaube, das wird jetzt eine Magen-OP, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ach so, ja, ich wollte noch drauf eingehen, wie er das mit den 2 Pens macht, mache ich gleich. So, bei der OP-Vorbereitung Forceps und dann muss man mit dem Skalpell die Punkte berühren und dann ist die Wunde aufgeschnitten. So, das ist OP-Vorbereitung, das ist Standard. So, das hier sind jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe, Polypen. Und wir machen das relativ einfach. Einfach Laser drauf, dann Antiseptikum drüber, bumm, zu.
haben wir geröntgt, weil der Kerl auch noch einen Tumor hat. Tumor behandeln geht ja relativ einfach. Wir saugen die Flüssigkeit ab, schneiden drumrum, nehmen das raus, legen ein Tuch drüber, Antiseptikum drüber, zack, Sache erledigt. So, man kann natürlich auch hingehen, wenn man weiß, wo diese Tumor-Dinger liegen, kann man einfach hingehen und dort eine kleine Inzision vornehmen mit dem Skalpell. Und dann erscheinen die halt auch. Und dann kann man halt dieses Prozedere wieder machen mit Flüssigkeit absaugen, drumrum schneiden, rausnehmen, Tücher drauflegen und gib ihm. Was er jetzt hier halt gemacht hat, ist, er hat halt alles vorbereitet, damit er nur einmal mit dem Antiseptikum drüber gehen muss. Damit das dann halt zu ist. Fertig. Also braucht er nicht 5000 Mal anzusetzen und anzulegen. Genauso funktioniert Medizin. Genauso, Rikup. Mein Herz blutet. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, mich zu beschweren. Werde ich am besten überhaupt nicht, weil sonst ist das nachher kein Speedrun-Commentary, sondern ein Beschwerde-Commentary. Ja, hier haben wir jetzt halt wieder nur Cutscene. Ich kann halt leider gar nichts zur Story sagen, weil das Spiel ist in Deutschland nie rausgekommen. Es kam nur in Nordamerika und in Japan raus. Und deswegen kann ich leider überhaupt nichts zur Story sagen. Das tut mir leid. Also ich kann sagen, die Story ist schon mal nicht von einem Arzt geschrieben. Gut, könnte ja sein, dass die von dem Schreiber von der Hochwaldklinik gemacht wurde, also von daher. Das halte ich eher für wahrscheinlich, ja. So, da haben wir wieder ein paar Knochenbrüche. Jetzt haben wir Defibrillator. Wie funktioniert ein Defibrillator? Wir legen den Defibrillator auf. Wir müssen dann in dem Moment, wo dieser Balken, der Defibrillator kommt noch öfter, wo dieser Balken in den grünen Bereich liegt und dorthin springt, in dem Moment müssen wir den Defibrillator auslösen. Dann zählt jeweiliger Patient als wiederbelebt. So. Einmal schön zunähen, Knochen einsetzen. Haben die gerade einfach das Herz zugenäht? Ja. So, dann war natürlich im Herzen war natürlich noch ein riesiges Stück Knochen, das müssen wir jetzt auch noch rausnehmen, zunähen, einsetzen. So, zunähen. Und Verband drüber. Normalerweise würde man normalerweise hingehen und auch nochmal Antiseptikum auftragen und dann mit dem Verband drüber. Das bringt aber nur was für den Rang. Warum er das am Anfang macht, hat einen sehr einfachen Grund. Man könnte am Anfang den Schnitt auch einfach ohne dieses Antiseptikum vornehmen. Das würde jedoch einen Haufen HP abziehen. Die HP sind der grüne Balken oben. By the way. Falls das sich ein deutlich sein sollte. For those who don't know, Second Opinion and New Blood are the two games in this series that were on the Nintendo Wii, and then there was also Under the Knife, which was the original. Okay, die sind nicht mal in einem Krankenhaus? Nee, hab ich doch gesagt, die sind mitten in der Pampa. Aber solche Fälle gibt's aber wirklich, wo die mitten in der Pampa solche OPs machen, weil einfach nichts in der Nähe ist. Solche Fälle gibt's halt wirklich. Musst du mal Ärzte ohne Grenzen fragen, die werden dir das bestätigen. Ja, das ist... Solche OPs in Pampas gibt, okay, aber ich bezweifle, dass ein Patient mit einem Knochen im Herzen in der Pampa überleben könnte. Allgemein, dass er überhaupt nicht überleben könnte, aber okay. Diskutiere nicht über Spielelogik! Mache diesen Fehler nicht! Aber mein Pflegeherz... Ich kreische genauso, wenn es um irgendwelchen handwerklichen Kram geht, macht dir nichts draus. So, als nächstes haben wir hier jemanden, der sich ein paar Schnitte eingefangen hat. Der hatte erstmal da ein Loch, das haben wir einfach zugeklebt, geht schon. So, Antiseptikum und rüber. Dieser blaue Balken oben bei Weidel, der blaue Balken, der bedeutet, die Gesundheit von demjenigen können wir nicht über dieses Niveau steigern. Auch nicht mit unserer grünen Spritze. Also mit unserem grünen Zeug. Funktioniert nicht, ist nicht möglich.
So, diese Dunstwolken müssen wir erstmal alle absaugen, damit wir überhaupt sehen, was abgeht. Dann schneiden wir, saugen wir ab, Fremdkörper rausnehmen, Tuch drüberlegen, Antiseptikum drüber, Feier. Dann müssen wir eine Runde defibrillieren. Und dann tun wir wieder zunähen. Weil wir jetzt wieder eine tolle Cutscene haben, Knights kurz und knapp erklärt, wie funktioniert ein Defibrillator. Also wenn der Patient schon tot ist, überhaupt nicht mehr. Der Patient war nicht tot. Okay, dann kann es noch funktionieren. Theoretisch funktioniert ein Defibrillator so, dass man das Herz neu startet. Denn ein Defibrillator funktioniert nur bei Herzkammerflimmern und bei nichts anderem. Wenn das Herz erstmal aufgehört hat zu schlagen, ist das Herz tot. Dann passiert da nichts mehr. Also ein ein Defibrillator stört quasi das Herzen bei Herzkammerflimmern, damit das Flimmern aufhört. Und so versucht man, die Nerven im Herzen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Wenn es halt nicht funktioniert, ist die Person halt tot, weil Herzkammerflimmern ist nicht so gesund. Habe ich auch mal irgendwo gelesen. Also Herzkammerflimmern sind dann so ungefähr 500 Schläge die Minute. Ach, deswegen hat sich das damals bei mir so unangenehm angefühlt. Ja, soll nicht so ein angenehmes Gefühl sein. Theoretisch soll das sogar schlimmer sein als ein Herzinfarkt. Kann ich bestätigen. Was mir übrigens auffällt, der eine da, der im Hintergrund auf der Couch sitzt, der ist im kompletten Arztkostüm da. Das ist so geil. Jetzt ist es aufgefallen. Oh, herrlich. Er hat sogar Handschuhe an. Ja, das ist so geil. Sogar die guten blauen aus Nitril. Sind die teuren, so für die Leute, die sich nicht auskennen, sind die teuren. Wenn das Herz im Muskel hat, wird es damit neu gestaltet, so kann man sagen. Das ist tatsächlich eine sehr gute Metapher. So, dann haben wir jetzt wieder jemanden, der, weiß ich nicht, 5000 Stunden hat. Müssen wir erstmal feststellen, ja, was hat denn der noch so, weil sein Körper sieht irgendwie ein bisschen ungesund aus, so von der Hautfarbe her und so weiter. Wieso sieht deine nicht so aus? Meistens nicht. Meistens nicht, okay. Meistens nicht. Ey, ich bin ehrlich, was das angeht, ja? So, was er jetzt macht, er pumpt seine seine HP hoch, weil er jetzt 5000 offene Wunden bekommen wird, aus welchen Gründen auch immer. Und die müssen wir halt alle einfach abtrainieren. So, und hier kommen wir zur Spezialfähigkeit unseres Arztes. Unser Arzt kann für sich selbst die Zeit verlangsamen, sodass er für normalen Menschen auf einmal 5000 Mal schneller arbeitet. Diese Fähigkeit kann er aber zur Zeit noch nicht abrufen, sondern es ist einfach auf einmal passiert und er fragt sich so, what the fuck, wie habe ich das gerade gemacht? Einen Moment, Frage im Chat. Ich lese sie nicht komplett vor, weil es ein bisschen lang. Flo Lilan, jein. Aber das Problem ist, das Herz schlägt halt in dem Moment schon mit 600, 500, wie auch immer, Schlägen pro Minute. Bisschen schneller, normal sind es so 60. Und es geht dabei nicht ums Entkrampfen oder Krampfen des Herzens, dass man das provozieren will, sondern es geht einfach nur darum, dass man diesen ununterbrochenen Flow von den Nerven unterbrechen will, dass die aufhören, ununterbrochen Signale zu senden, dass das Herz schlägt. Das versucht man damit zu unterbrechen und nichts anderes. Weil die Signale in den Nerven sind ja auch nur Stromstöße. Und die will man damit für einen kurzen Augenblick unterbrechen, in der Hoffnung, dass danach wieder der normale Herzrhythmus einsetzt. Und by the way, noch moin, Razeria. Wir sind jetzt übrigens nicht mehr in der Pampa. Du darfst dich freuen, Knights. Wir sind jetzt wieder in der Stadt. Es macht endlich Sinn! Also etwas. Doch. Nur nicht auf noch. Die meisten Charaktere, die man in diesem Spiel sieht, wird man übrigens in Second Opinion wiedererkennen. Leute, die sich überlegen, eventuell so ein Spiel zu spielen. So, jetzt geht's darum,
dass er herausfinden möchte, wie er das mit diesem für sich die Zeit verlangsamen gemacht hat. Und deswegen, Und deswegen versucht er jetzt, diese Fähigkeit heraufzuprovozieren. Wie man diese Fähigkeit heraufprovoziert, wenn man es normal spielt und sie wirklich anwenden möchte, man drückt auf Sternchen und macht ein Pentagramm. Wenn man dieses Pentagramm macht, dann kann man diese Fähigkeit während einer Operation einmal einsetzen. By the way. Nächste Frage aus dem Chat. Herzstillstand? Bei einem Herzstillstand herrscht einfach nur eine Herzdruckmassage und hofft, dass es funktioniert. Das mit Nein, dem, das ist falsch. Eine Herzdruckmassage bringt... Warum? Eine Herzdruckmassage bringt gar nichts. Was du in Filmen siehst, dass die Leute nach 5 Minuten Herzdruckmassage mit einem tiefen Einatmen wieder aufwachen, ist der größte Bullshit aller Zeiten. Also wir haben gesagt bekommen, wenn jemand einen Herzstillstand hat, sollen wir eine Herzdruckmassage machen. Das kann bis zu einer, weiß ich nicht, halbe Stunde dauern. Aber da passiert nichts. Deine Herzdruckmassage löst keinen elektrischen Reiz aus, damit das Herz wieder anfängt zu schlagen. Das Einzige, was du bei einer Herzdruckmassage machst, ist, der Rest des Körpers funktioniert ja noch. Und auch wenn die Person nicht ein- oder ausatmet, deswegen macht man ja das Reinpusten von Luft, funktioniert ja noch die Aufnahme von Sauerstoff und du versuchst mit einer Herzdruckmassage nur den Körper weiter mit Sauerstoff zu versorgen. Davon passiert aber nichts mit dem Herzen. Das Einzige, was du bei einer Herzdruckmassage machst, ist das Herz gegen die Wirbelsäule zu drücken und dadurch Blut in den Körper zu pumpen. Ohne einen Krankenhausdefibrillator passiert da gar nichts. Also du brauchst spezielle Defibrillatoren, um mein Herz wieder neu zu starten. Also wieder richtig zum Schlagen zu bringen. Wir haben übrigens nächste OP, die ist glaube ich im Magen. Ja, die ist im Magen. Zwar haben wir jetzt hier irgendein tolles Virus. Dafür mussten wir jetzt das schwarze Zeug da reinpumpen in den Körper. Davon wurde das Virus, nennen wir es jetzt mal, wurde davon jetzt, nennen wir es mal verwundbar. Und dann können wir diese Flügelchen abschneiden und dann den Kern entnehmen. So besiegen wir diesen, ja, Mini-Boss, nennen wir es mal. So, dann die kleinen Polypen absaugen. Also erst mit dem Laser zerschießen, dann absaugen. Fertig. So. Lutoheim. Woher nimmst du deine Informationen? Also ich arbeite in der Medizin. Bamshot! So, jetzt haben wir das erste Mal in einer OP unsere Fähigkeit eingesetzt. Ich sag, mit dieser Fähigkeit arbeiten wir halt tausendmal schneller. Diese Fähigkeit verlangsamt tatsächlich das Spiel. Deswegen wird sie im Speedrun nur dann benutzt, wenn sie wirklich einen Vorteil verschafft. Weil das Problem ist, wenn für den Fall des Falles, dass nach dem jeweiligen Eingriff, sage ich jetzt mal so, noch irgendetwas kommt, sag mal, da kommt noch ein Boss oder da kommt noch eine Wunde oder sonst irgendwas, dann wird diese Zeit, bis diese neue Wunde erscheint, wird auch verlangsamt, real-time. Und deswegen wird das nur dann benutzt, wenn es gar nicht mehr geht, sage ich jetzt mal so. Ne? Und in dem Fall war es halt ziemlich gut, weil das halt so bemessen ist, dass die Zeit halt relativ genau reicht, damit man alles entfernt hat und dann zunähen kann. Sag ich jetzt mal vereinfacht. Und yay, wieder mehr Story-Quatsch. Yay, erklär uns bitte, worum es in der Story geht. Lies doch mal bitte vor. Oft soll ich noch erwähnen, dass ich die Story nicht kenne? Red eine Stille. Ich bin begeistert. Versuche den Chat zu lesen. Ach so. Lutoheim, ich sage ja nicht, dass es nichts bringt. Ich sage nur, es ist fast unmöglich. Also ich habe auch viele Leute, die in Rettungswagen arbeiten, beim Freundeskreis. Und von 10 Leuten hat es vielleicht einer in 20 Jahren mal erlebt,
dass davon jemand wirklich von alleine wieder aufgewacht ist. Nein, ich habe... Okay, wenn ich mich richtig entsinne, ist es die Lunge, oder? Ja, sieht nach einer Lunge aus. So, was haben wir hier jetzt? Hier haben wir irgendwelche komische gelbe Pampe. Sagen wir jetzt erstmal ab. So. Jetzt haben wir hier, blaue ist, ich glaube, das blaue sind die, Entzündungshemmer, also das waren Entzündungsherde, die man da gesehen hat. Und die haben wir dadurch behandelt, wir haben, blaue Zeug genommen und haben das da eingespritzt. Dadurch war die Entzündung halt einfach weg. So, und dann haben wir eine, ja, für uns standardmäßige Tumorbehandlung vorgenommen. Was wir mit dem Röntgenapparat auch machen können, wir können damit die Kamera bewegen. Das heißt also hoch, runter, seitwärts. Und deswegen sind wir jetzt, mussten wir jetzt an der Stelle zweimal röntgen. Ja, okay, da ist nichts mehr. Und dann sind wir mit der Kamera hochgefahren, weil da oben war noch einiges. So, jetzt hat er die Kamera halt so ausgerichtet, dass er, gerade so das im Bild hat, was er bekämpfen muss. Nennen wir das Ganze jetzt mal. Ach, Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. Tut mir leid. Alles gut. So, und dann wird wieder zugenäht. Und zugeklebt. Hat er gerade ein Pflaster auf die Lunge geklebt? Nee, das waren solche... Oh, es gab eine Erklärung dafür. Fuck. Bakteria, das habe ich ja auch erklärt, aber Toto meint ja, das ist nicht so. Aber egal. Ach, wie heißt die Dinger nochmal? Es war kein Pflaster auf die Lunge. Es war kein Pflaster. Es sah so aus, ja? Es war kein Pflaster, es war so ein bestimmtes Tuch, aber ich komme jetzt nicht mehr drauf. Verdammt. Weiß nicht mehr alles. Ich bin ein scheiß Noob. Mach ich täglich. Natürlich, macht man auch so. Wird heute so in Harvard gelehrt. Da wird da einmal der Brustkorb aufgeklappt, damit man ein Tuch da drauf legen kann. Natürlich. Ja klar, ist doch easy. Nee, das waren keine Streifen vom Defi, Richard. Streifen vom Defi, auf die Lunge. Das war, ich glaube, gesagt, das waren sollte man solche, nicht an Menschen lassen. Waren solche, solche bestimmten Tücher waren das einfach, damit die Wunde im Endeffekt in Verbindung mit dem Antiseptikum verklebt wird. Ganz stupide ausgedrückt. Augummipapier, das kann ich auch. Erzählen wir dem Spiel mal nicht, dass ein Antiseptikum nur zum Abtöten von Keimen ist. Nein. Sag das dem Spiel nicht. So, weil es so schön war, gehen wir jetzt an den Hals. Den hatten wir noch nicht. So, jetzt haben wir da irgendwelchen blauen Dunst, den sagen wir jetzt erstmal ab. Dann haben wir da einen dicken, fetten Tumor. Da spritzen wir jetzt, in dem Fall müssen wir jetzt Entzündungshemmer da reinspritzen. Und jetzt wird's richtig interessant. Und zwar, was wir jetzt machen ist, wir transplantieren auf irgendetwas im Hals, transplantieren wir jetzt Dinge. Tücher! Nee, es sind tatsächlich Transplantate, die man da drauf drückt. Wie das funktioniert ist, wir nehmen diese gelbe Pampe und die müssen wir in diese Vierecke reinspritzen. Wenn wir das gemacht haben, schneiden wir diese Vierecke aus am Rand und dann können wir diese Vierecke, können wir dann auf die jeweiligen Wunden legen, plus Antiseptikum drauf und dann haben wir transplantiert, Haut oder sonstiges. Nein, das ist nicht Tiger, das ist Tai Tai. Ja, wir werden gern miteinander verwechselt. Nicht am Namen. Die beiden sind auch verwandt, sie erzählen das noch nicht so gerne. Wird einem eigentlich gesagt, was man machen muss, oder ist das einfach auswendig lernen? Du wirst in dem Tutorial, wirst du für die Grundsachen angelernt. Und Moinska Dedi. Und wenn irgendein neues Element dazukommt, dann kriegst du das von der hübschen Blondine erklärt. Die erklärt dir dann, was du dann in diesem Fall Neues zu tun hast. Genau, was ich doch erklären wollte mit den zwei Pens. Er arbeitet halt mit zwei von diesen Stiften vom DS. Und er arbeitet die ganze Zeit mit zwei Händen. Das heißt also, wenn er auf der linken Seite irgendwas auswählen muss, macht er das tatsächlich mit der linken Hand und mit dem linken Pen. Und führt das dann mit dem rechten Pen aus. Oder umgekehrt.
Und das ist, man kann sich sein VR-Video angucken. Da sieht man es halt eindeutig, weil er nimmt das mit einfach nur mit Cam auf. Das ist unheimlich beeindruckend, wie schnell der ist und was der macht. Das ist unheimlich beeindruckend. Das ist brutal. Das ist gar nicht. Ja, bei Osu-Spielern immer schon komplett verwirrt, weil und die machen das nur mit einem Stick. So, dann haben wir jetzt wieder sowas in der Bauchgegend. Was natürlich, wenn wir reinschauen, erstmal schön bluten muss. Das ist wahrscheinlich die Mill. Gehen wir davon aus. Was man jetzt gesehen hat, ist, was passiert, wenn man mit dem Defi verkackt. Das heißt also, wenn man zu früh oder zu spät drückt. Das hat man jetzt hier gesehen. So, jetzt haben wir leichte bis mittelschwere Probleme, weil wir haben die Wunden verschlossen und auf einmal kommen 5000 neue Wunden. Jetzt hat er erstmal ein bisschen die HP hochgeboostet, wieder draufgelegt und wieder Antiseptikum. Und dann haben wir wieder, dann nehmen wir wieder zu, weil haben keine neue Wunden, alles ist gut. Der höchste Rang bei diesem Spiel ist übrigens XS. Der Rang bei diesem Spiel ist davon abhängig, wie schnell man ist und wie sauber man die Aktionen durchführt, also auch das Nähen und so weiter und so fort. Davon ist das auch abhängig. Der Rang ist aber hier in dieser Kategorie irrelevant, weil es hier einfach nur darum geht, das Spiel durchzuspielen. Perfekt. So realistisch. In der Medizin sollst du entweder deinen Job richtig machen oder richtig scheiße. Weil entweder kann der Patient sich dann nicht beschweren, weil du hast es gut gemacht, oder der Patient kann sich nicht mehr beschweren, weil er tot ist. Muss man alles positiv sehen. Und ja. Moin Mibio. Das zur Story kann ich leider nichts sagen. Tut mir leid, weil ich habe das Spiel nicht gespielt und es kam auch nicht in Deutschland raus. Das heißt also, ich konnte mir jetzt schnell durchlesen und das englische Wiki hat mir nicht wirklich was gesagt darüber. Es ist das Blöde. So, jetzt haben wir wieder irgendwas so in Bauchgegend. Im Übrigen in diesem, was man da sieht, bei Chart, da sieht man das Zeitlimit, das man für die jeweilige OP hat. Und da würden auch Name, Größe, Gewicht und was der Patient genau hat, würde da auch stehen. Moin Dr. Trollpool. Und was wir da operieren, weiß ich jetzt gerade. Kann ich nicht einordnen. Das schwarze Zeug. Moin Quandos. Moin Quandos gesagt. The fuck? Soll das Nerven darstellen? Ja, das soll Nerven darstellen. Nerven sind entzündet. Du ballerst den in. Also. Wenn ich das richtig verstanden habe, du ballerst den Entzündungshemmer da rein und dann kannst du dich um das Organ selbst kümmern. Sagen wir es mal. Sagen wir mal so. Kann mir jemand zeigen, wie das in der Realität funktionieren soll? Kannst den Arzt ja mal in der Realität kontaktieren. So, da haben wir jetzt einen Boss. Zuerst bringen wir mal die Vitals hoch. Weil die Vitals gehen bei jeder Aktion runter. So, jetzt sind beim Boss seine zwei Ads, nenne ich es jetzt mal, explodiert. So, jetzt haben wir nur ein Problem. Wir haben gegen den Boss, soweit wie ich das jetzt noch im Kopf habe, haben wir nicht das richtige Mittel. Deswegen halten wir im Moment nur den Patienten am Leben. So, jetzt wollen wir den Boss rausschneiden, funktioniert aber nicht. Heißt also, wir haben ein kleines Problem. Wir machen das jetzt einfach kontinuierlich immer und immer wieder. Was man gerade auch gesehen hat, ist, wenn man mal unten auf die Spritze achtet, das ist aktuell blau, dieses Symbol. Das verfärbt sich aber bis rot. Und wenn es richtig rot ist oder sogar ein Kreuz dran ist, können wir das eine gewisse Zeit eigentlich benutzen. Das kann mit jedem Instrument passieren. Sehr wichtig zu sagen. Das kann tatsächlich mit jedem Instrument passieren. Rein theoretisch gesehen. So, hier saugen wir wieder eins von den Kühlchen ab und nehmen es raus. Und
Unsere Behandlung hat funktioniert. Wuhu, Glück gehabt. Rechts oben hat jetzt auch gestanden, defeated. Das konnte man jetzt nicht gut sehen. Aber ja, das war jetzt auch wieder ein Boss dieses Spiels. So, jetzt knallen wir wieder die Vitals ein bisschen hoch, weil wir hier an dieser Stelle halt kein Antiseptikum benutzen, sondern einfach drüber klatschen. Wenn der Patient am Ende von der OP zu wenig HP hat, dann stirbt er nämlich. Und dann haben wir am Ende der OP doch noch verloren. Also, Darf ich eine Frage stellen? Aber natürlich. Es steht die ganze Zeit schon immer oben rechts Skip in den Operationen. Kann er einfach die Operation skippen, oder? In der Operation selbst steht Skip. Muss ich mal gerade drauf achten. Oben rechts muss ich mal gerade noch am Operieren war. Muss ich mal gerade drauf achten, weil ich glaube nicht, dass das Skip stehen sollte. Muss ich mal drauf achten jetzt, ohne Quatsch. Während ich mir den Run angeguckt habe, nicht drauf geachtet. Der Herr mit den grauen Haaren übrigens, das ist übrigens der Chef von dem Krankenhaus, wo wir aktuell ein bisschen rumfuschen, nennen wir es jetzt mal. Ja, Backstabber, so habe ich es natürlich auch im Kopf. Die Textpassagen können geskippt werden, beziehungsweise was auch komplett geskippt werden kann, ich danke dir, Handy, was auch komplett geskippt werden kann, ist, wenn du jetzt einen Chapter, also ein Kapitel hast, das nur aus einer Cutscene besteht, dann kannst du das komplett skippen. So, was wir hier jetzt machen, ist eine, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das eine Gensequenzierung. Weil wir haben hier irgendeinen unbekannten Gen-Virus-Strang. Da oben steht Skip. Und wir müssen jetzt sequenzieren, was das genau ist und wie wir es behandeln können. Das ist ein Puzzlespiel, wir müssen einfach die Rädchen so drehen, dass Pünktchen zusammenpassen, sag ich es mal so. Finde ich als Spiel cool? Tatsächlich als. Es kann natürlich sein, dass dadurch, dass er das Spiel schon mal durchgespielt hat, dass er da rein theoretisch hingehen könnte und Dinger skippen könnte, die er nicht nochmal spielen will. Das ist möglich. Aber da darfst du mich jetzt nicht drauf festlegen. Das weiß ich tatsächlich nicht. Hey, schon wieder eine Frage gestellt, die nicht beantwortet werden kann. Ja, das passiert bei mir öfter, also da brauchst du nichts drauf einbilden. Ach, das habe ich bei Endfin auch schon ein paar Mal geschafft. So, Goody, Gensequenzierung beendet. Jetzt können wir da voranschreiten, sozusagen. Dann wieder Cutscene. Das Spiel hat ziemlich viele Cutscenes, was natürlich für einen Speedrunner sau nervig ist, aber casual ist das halt super interessant, weil die führen da Gespräche und natürlich geht es dann auch immer tiefer und tiefer in die Story rein, ist klar. Für einen Speedrunner ultra nervig, für casual super gut. Finde ich persönlich. Mal so eine Frage zum Casual-Spiel. Kennt man die Charaktere so aus den anderen Spielen oder sind das immer andere? Man kennt sie. Also, es gibt ja den Einser, andere Knife, da gibt es andere Charaktere. Aber in Second Opinion ist es derselbe und ich glaube in dem anderen Teil auch. Ja, ich glaube in dem anderen Teil auch. So, hier haben wir jetzt wieder so ein kleines Problem mit Entzündungsherden. Wie wir schon gelernt haben, Spritze aufziehen, Entzündungshemmer rein donnern und gib ihm. Wir sind hier jetzt übrigens im Darm. Wenn die Frage darauf bezogen ist, ob ich und Tai Tai uns mögen, das ist so eine Hassliebe. Ja, so könnte man es, glaube ich, am besten beschreiben. Hier haben wir jetzt wieder ein paar Tumoren gehabt. Das heißt also, absaugen, dann den Kern entnehmen, Tuch drauflegen. Was er jetzt hier macht, ist, er hat jetzt erst die ganzen Löcher noch, ganzen Polypen noch, mit dem Laser behandelt, damit er die ganzen Löcher auch noch hat, weil dann muss er nur einmal Antiseptikum einmal quer über den Bildschirm benutzen. Dann ist die Sache erledigt. Geht halt tausendmal schneller, wie wenn er jedes einzelne. Ja, sollte klar sein. Jetzt sieht man es jetzt auch wieder die Vorgehensweise.
Und das Ding ist halt, wenn man diese Polypen, wenn man die lasert, dann hinterlassen die halt so eine Blutwolke, sage ich jetzt mal so, und die muss man halt vorher noch absaugen. Kantenblutwolken, man kennt sie ja. Natürlich. Wir schweben immer so bei Unfällen über dem Unfall und deswegen ist dann auch der Himmel rot. Ja klar, ist doch logisch. Das ist der Grund. Da ist doch absolut alles logisch, was hast du für ein Problem? Nein, also Knights und ich kommen eigentlich schon gut miteinander klar. Nur, ja, so immer ein bisschen hin und her pieksen gehört halt dazu beim Commentary, ist halt so. Außerdem den Kleinen kann ich eh nicht ernst. Ja, mal, wenn ich dir mal einmal zwischen die Beine getreten habe, dann nimmst du mich ernst. Seht ihr? Das findet sie jetzt schon wieder nicht mehr so lustig. Doch, ich wollte gerade nur nicht laut loslassen. Du wolltest dich laut loslassen. Die Kraft loslassen. Zum Loslassen, nein. Du hast loslassen gerade gesagt. Die Kraft halt zum Loslassen. Ach, Bausch, du weißt doch, wie das ist. Die böschen uns nur so lange, bis wir ihnen mal gezeigt haben, wo der Hammer hängt. Das war jetzt eindeutig zweideutig. Ich hab's mal wieder drauf. So, jetzt haben wir einen adipösen Menschen. Und bei dem müssen wir in der Magengegend rumfummeln. Wird bestimmt interessant. Was man hier alles lernt. Ich glaube, ich werde jetzt Arzt. Alles klar, Maggie. Wenn du die komplette Reihe gespielt hast, im letzten Teil, kannst du deine Highscores eingeben und dann kriegst du auch ein Diplom zugeschickt. Das ist alles mit integriert. Rip-Build? Also bei mir ist alles... Ja gut, ich gucke den Mainstream. Leute, irgendwas stimmt nicht. So, was wir hier jetzt haben, sind Aneurysmen. Wir haben, dass wir Karten... warte mal. Ah, scheiße, ich muss... Na, guck, Moment. Witch Machine gerade unplugged? Ich schreib mal Yugi an, weil Bild ist tot. Ja, tu dieses. Eigentlich sollte Ziff auch da sein, also von daher. Also, wir gehen auf jeden Fall jetzt gerade hin und tun dicke Knubbel. Tun wir etwas einspritzen, damit die kleiner werden. Dann entnehmen wir die und dann tun wir die Enden wieder miteinander verbinden. Sei es jetzt mit Transplantaten oder einfach indem wir es mit dem Forceps so zusammenziehen. Wir können es halt. Der Sound weg, the fuck? Jetzt können wir ganz viele versaute Kommentare machen, uns hört niemand. Ich würde mich jetzt nicht darauf verlassen, weil schlagartig ist der Ton wieder da. Sound ist doch da. Der Chat ist sich einig, uneinig wie immer. So, da sieht man es jetzt halt, weil ich eben gemeint habe. Wir pumpen hier Mittel rein, damit die sich verkleinern. Da schneiden wir so raus, entnehmen den Kern und dann Transplantat einlegen. Hat man da und wieder unten so eine eher kleine Sequenz, da kann man einfach die beiden Enden miteinander verbinden durch zusammenziehen. Hier sehen wir jetzt wieder unsere Spezialfähigkeit, das Pentagramm. Und jetzt muss man ein bisschen Gas geben. Nee, Quatsch. In dieser Sequenz ist es so, dass hier Fähigkeit so lange anhält, bis wir fertig sind. Ist halt jetzt aber nur bei dieser OP so. Ja, alles okay. Sagt ruhig, wenn was nicht stimmt. Ich hab's jetzt weitergeleitet. Nee, passt ja alles. Die Regie kümmert sich drum. Ihr macht das gut. Einmal Lob an den Chat oder so. Hey, Rummel! Rummel! Au, das war jetzt übersteuert. Echt jetzt? War ja. Nicht mal laut. Fuck. Wow. War das übersteuert? Jetzt wirklich nicht. Ohne Scheiß jetzt mal. Ja. Wow. Das ist... Der Bele ist halt... Das war halt nicht mal laut. Holy fuck. Ich brauche unbedingt jemanden, der sich mit Mischpulten auskennt, der mir hilft, das scheiß Mischpult hier einzupegeln, ey. Weißt du, Handwerker und Technik? Unmöglich. Er hat die Fähigkeit vorher schon entdeckt, nur er hat sie jetzt wieder unabsichtlich eingesetzt. The Backstabber.
So. Weiter geht's. In unserem, ja, Krankenhausalltag, nennen wir es jetzt mal. Der Bausch hat auch ein Mischpult. Bausch! Antreten. Ich brauch dich hier. Nach dem Commentary. Fahr mal bitte eben nach Biele zu Hause. Kümmer dich darum. TS würde mir fürs Erste auch reichen. Wir rufen beim AGDQ an, die machen Pause. Genau. Bis ich das richtig eingepegelt habe. Genau. Hey, Bausch, ich brauche Hilfe mit meinem Mischpult. Ich habe das erst seit heute. Nee, seit gestern, Entschuldigung. Ach, du hast auch nur ein USB. Verdammt! So, jetzt haben wir hier jemanden, der sich aus welchen Gründen auch immer 5000 Glassplitter eingefangen hat. Nehmen wir alle raus, nähen sie erstmal zu und dann gehen wir ins Innere. Weil wir haben im Inneren auch noch ein paar Probleme. So. Das Witzige ist, man kann diese Fähigkeit auch auslösen, indem man nicht exakt ein Pentagramm eingibt, sondern einfach irgendetwas, was das Spiel als Pentagramm interpretiert. Ja, XLR, Black and Yellow soll das wahrscheinlich heißen. So, hier hatten wir jetzt eine Riesenwunde, die mussten wir erstmal mit dem Forceps so zusammenziehen und dann zunähen. Funktioniert. So, er weiß jetzt halt, nee, Quatsch, Bullshit. Einfach nur abgerönt, Wunden kommen, zunähen, weiter geht's. Boah, ich war verwirrt. Ja, er zaubert quasi die Zeit langsam. Genau, er verlangsamt dann die Zeit für sich selbst, die reale Zeit um ein Vielfaches. Fangen wir mal so. Wir haben erstmal die äußeren Wunden behandelt, Kräuterblitz, und dann die inneren. So musst du das interpretieren. We're coming up to the end of the chapter, which means we're coming up to a boss fight, and this is Neo Kiriaki. For those who have played Trauma Center before, Kiriaki is. So, ich bin jetzt wahrscheinlich auch allgemein wieder ein Stück leiser geworden, weil ich habe gerade ein bisschen geregelt. We're gonna have three Kiriaki patients that are gonna get increasingly difficult. Wie gesagt, ich. Ja, ich hab halt das Teil noch nicht lange, es tut mir leid. Nur mit YouTube-Videos kann man halt sowas nicht richtig einstellen. Okay, sagen. Du hättest natürlich auch selber streamen können, um es einzustellen. Ich hätte das noch machen sollen, ich habe die Woche Spätschicht. Meine Güte. Ausreden. Nein, Tatsache in dem Fall sogar. Ich bin sowieso, du spielst viel zu wenig Dark Souls. Alter, ich stream, wenn ich keine Spätschicht habe, dreimal die Woche Dark Souls und am Wochenende auch. Also, ne, ich kann nichts dafür, wenn du nichts mitkriegst. Ja, dreimal die Woche ist viermal zu wenig. Ich hab auch noch sowas wie eine Freundin. Tut mir leid für dich. Die sitzt doch sowieso nur daneben und guckt zu. Okay, ich gehe da jetzt nicht näher drauf ein. Egal, wir haben wieder eine neue OP. Das Timelimit ist jetzt bei 10 Minuten, ne? Bei 10 Minuten. Ihr werdet erleben, warum. Zwar müssen wir uns jetzt mit dem Darm beschäftigen. Der Darm hat ein paar offene Wunden. Was machen wir? Die großen offenen Wunden freilegen, mit dem Forceps zusammendrücken, zunähen und die kleinen Wunden dann wieder verschließen. So, jetzt müssen wir ein bisschen rumröntgen. Ah, wen haben wir denn da? Einen kleinen Boss. Mit dem Laser. Was zum Teufel ist das? Yeah, dafür musst du das Spiel spielen, um das zu erfahren. So, jetzt haben wir nur ein Problem, weil es erscheinen immer wieder solche kleinen Mistviecher-Bosse. Irgendwas stimmt hier nicht. Jetzt kriegen wir auf einmal ein paar Riesenwunden, also muss da irgendwo was anderes sein. Jetzt haben wir den Main Boss immer noch nicht gefunden, haben nur wieder ein kleines Viech gefunden. Aber das Problem ist, wir können jetzt nichts unternehmen. Heißt also, zunähen, abhauen und erstmal weitersuchen gehen. Also gehen wir jetzt mal ans Herz. Weil alles hat den Ursprung im Herzen.
Egal was. So, was stellen wir fest? Ja, das Herz hat so ein paar offene Wunden. Was machen wir? Wir nähen erstmal wieder zu. Denken mal die Vitalität ein bisschen hoch. Und da kommen wieder so kleine Mistviecher zum Vorschein. Sag jetzt mal nicht an, was die mich erinnern. Nein, an dieser Stelle bitte nicht. So, jetzt haben wir wieder eine Riesenwunde. Und, oho! Wieder ein etwas größeres Mistvieh. Und irgendwie haben wir jetzt auf einmal ganz viele Viecher. Was machen wir jetzt? Erstmal Wunden versorgen. Das Spiel leckt gerade wie Scheiße. Das ist normal. Und er hat jetzt gerade alle drei Viecher miteinander gekillt. Das war richtig, richtig, richtig gut. So, das muss man schon sagen. Das war echt gut. So, einmal wieder zupappen. Aber wir sind ja immer noch nicht fertig, weil wir haben ja immer noch nicht rausgefunden, okay, was ist eigentlich los? Kann ja nicht sein. Irgendwas stimmt hier ja nicht. So, und jetzt sind wir im Wagen, würde ich schätzen. Kann Knights wahrscheinlich besser einordnen, so anhand von dieser vereinfachten Darstellung. Das dürfte der Magen sein. Okay. Wenn ich irgendwas falsch sage, so medizintechnisch, dann kannst du mich ruhig korrigieren. Passt alles. Alles gut. Das ist so die passende Metapher für meine und Beles zwischenmenschliche Beziehung. Erst sagt er mir, reg dich nicht über die medizinischen Fehler auf und jetzt soll ich ihn korrigieren. Ja, du sollst dich nicht über das Gameplay selber aufregen, aber wenn ich irgendwie sage, wir sind gerade bei dich im Magen und es ist eigentlich die Milz, dann kannst du mich ruhig korrigieren. Sagt keiner was gegen. So, 5000 Wunden zunehmen. Erst einmal. Und dann ja, die äußere Wunde zunähen. Mission geschafft. Patient geht's jetzt wieder gut. Hoffentlich. So, um was geht's bei dem Spiel? Wir operieren. 100% akkurate medizinische Operation. Moin Warbringer. Und wir gehen nie die Antworten aus. Ich weiß nur, weil ich mich zurückhalten sollte. So, das konnten wir jetzt komplett überspringen, weil diese Sequenz nur aus Cutscenes bestanden hat. Deswegen konnten wir komplett echt damit. Ist das ein Speedrun? Jawohl, das ist ein Speedrun. Wir sind hier beim AGDQ. Also es kommen hier die nächsten Tage 24/7 nur Speedrun. Und auch noch auf Deutsch kommentiert. Kannst hingehen und Ausrufezeichen AGDQ eingeben, dann kriegst du da eine Info drüber. So, und wieder geht's in die Magengegend. Wie gesagt, in diesem Bildschirm sieht man dann halt, welches Krankheitsbild der Patient hat, seinen Namen, Körpergröße und Gewicht. So, hier haben wir wieder jemanden mit einer sehr, sehr gesunden Hautfarbe. Erstmal Pentagramm einsetzen, wenn er es hinkriegt. Aber hier in dieser Mission geht es jetzt darum, er will sein Pentagramm forcen, also seine Pentagrammfähigkeit forcen. Und er sollte es eigentlich auch hinkriegen. Genau, das war nicht bei dieser Mission, dass er es forcen will und nicht hinkriegt. Oder? Oh Gott, das Spiel verwirrt mich. Spiel, warum verwirrst du mich? Warum machst du mich kaputt? Was soll das? Ja, okay, es war doch die Mission. In der Mission hat er jetzt halt versucht, seine Pentagrammfähigkeit zu forcen, hat es aber nicht hinbekommen. Weder noch, das ist ein Nintendo DS-Spiel. Ja, das ist ein Nintendo DS-Spiel. Das heißt, aus dem unteren Bildschirm siehst du, also kannst du mit dem Touchpad, machst du halt das, was du da auf dem Riesenbildschirm siehst. Auf dem großen Bild. Worum? So, jetzt versucht er wieder zu erlernen, seine Pentagrammfähigkeit bewusst einzusetzen. Darum geht es jetzt in diesem Teil wieder. I didn't know Atlas was capable of doing, but they do throw us a bone occasionally. Yeah, but don't worry, they'll throw chapter 6 and 7 at you pretty soon. And we know how much we love those. Da gesehen haben wir jetzt Zeit für Fragen. Falls welche da sein sollten an dieser Stelle.
Hab so weit keine gesehen, bis auf die DS-Frage. Oder ich hab sie überlesen oder ignoriert. Achte nebenbei auch noch ein bisschen auf den Chat, weil ich ja weiß, dass du gerne Dinge ignorierst. Was soll das denn jetzt heißen? Also, I know you. Das soll das heißen. Ja, ja, Arschloch. Hab dich ja, ich weiß, ich kann's. Ich weiß, ich kann's. Und du stehst drauf. Au! Now we're going to do a few more routine operations without the healing test, just to kind of get back into the groove. Man darf das nur nicht so genau nehmen. Painter Crow, ja, du meinst, Things Right, Ace Attorney. Like the first patient we're going to deal with here, they've got some, what is it, is the gallbladder, they've got some gallstones just kind of coming out. Und ja, es sieht so ein bisschen von den Charaktermodellen her und so sieht es schon so ein bisschen aus, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Cookie Jack? Ich glaube, morgen oder heute noch kommen sogar zwei oder heute drei Nacht. Mega Man Speedruns. Heute Nacht ist Mega Man Block. Oh, sogar vier Stück. Von 4 Uhr bis 8 Uhr. So, dann gehen wir mal wieder bei einem adiposen Menschen. Die adipösen Menschen heißt. Entschuldigung. Dann mal wieder in die Magengegend. So, das... Ah, Nieren-OP, ja. Okay. Damit kenne ich mich aus. ja, er... Schneidet jetzt mal eine Runde die Niere raus. Weil Niere kaputt. Und dann nehmen wir zu. Und dann geht's dem Patient wieder gut. Bin nicht, frage ich eine Hausärztin, ob sie ein Pentagramm kann. Sonst. Der ist gut. Ja, der kam unerwartet und der ist gut. Ja, das war ein Nierenstein, der da abgegangen ist, Nukia. So, weil der Nierenstein abgegangen ist, müssen wir uns jetzt noch ein bisschen was mehr kümmern, weil der Nierenstein sollte weg. Das wäre vielleicht nicht falsch. Was hier jetzt genau entfernt wird, kann ich nicht sagen. Ich glaube kaum, dass die Blase entfernt wird. Ehrlich zu sein. Würde sich aufgrund von dem anderen, was man sieht, versuchen zu erschließen, aber ich konnte es gerade leider nicht erkennen, was das überhaupt darstellt. Ich konnte es auch nicht erkennen. Mein Problem. Wir haben auf jeden Fall eine Nieren-OP durchgeführt. Yay! Wir haben irgendwas aus der Niere rausgekriegt. Nee, wir haben die komplette Niere entfernt. Hast du das nicht gesehen? Das habe ich dann wohl übersehen. Der stimmt, das könnte der an der Niere. Nee, aber er ist ja während der OP ist er ja in den rechten unteren Quadranten gewechselt. Das kann tatsächlich sein, dass da eine Blinddarm-OP noch gerade parallel durchgeführt wurde. Könnten die Leute echt recht haben. Ach, Quatsch. Das ist der Chat, die haben sowieso nie recht. Da seht ihr mal, wie gemein der zu euch ist. Das gibt's gar nicht. Hallo? Du meinst, bin ich gar nicht. Nein. Kommt nur so rüber, ne? Ja, ich bin ganz lieb. So, und damit es nicht langweilig wird, sind wir jetzt wieder am Herzen. Das eben die ganze Zeit war die Lunge, was ich als Herzen bezeichnet habe. Ich bin gut. Ja, waren zwei verschiedene Personen. Echt jetzt? Fuck. Was? Ja, das habe ich dann nicht gecheckt. Passiert. So, erstmal die Vitalität hochpumpen, so hoch wie es geht. So, und dann haben wir wieder ein Herz, das von 1000 Knochenfragmenten durchbohrt wurde. Die entfernen wir jetzt erstmal. Dann nehmen wir alles zu. Das Herz sieht nicht gesund aus. Also so mit so ein paar vielen Löchern drin, ne? Ein paar ist gut. So, jetzt haben wir die Knochen drumherum gebaut. Jetzt meint das Herz halt so, oh nö, ich will noch ein paar mehr Wunden haben.
Müssen wir jetzt halt wieder zunähen. Lunge? Das ist doch nicht. Ach, Herz, Lunge, alles dasselbe. Braucht man alles zum Leben. So. Also von der Position hätte ich jetzt auch eher gesagt, dass das das Herz ist, aber okay. Dann doch an den Rippen. Will dir ja nicht zu nahe treten, aber das Herz ist auch unter den Rippen. Korrekt. So, da haben wir jetzt das nächste Organ, das von ein paar Glassplittern noch durchbohrt wurde. Das müssen wir jetzt natürlich auch noch reparieren, weil es so viel Spaß macht. Was machen die alle? Freundlich Bekanntschaft schließen mit Glaswänden. Würde ich jetzt mal vermuten. Okay, wären wir gerade im Darm? Ich hätte was anderes gesagt, aber okay. Vielleicht gut, dass wir nicht im Darm sind. Nee, der Darm ist das hier definitiv nicht. Ja, sonst hätte ich einen versauten Bit gemacht, dann hätten wir das Video wieder nicht highlighten. Eltern sind Glaser. Das ist möglich, Nukia. Das ist möglich. Ja, gut. Und weil es so schön war, gehen wir jetzt noch an den Arm. Soll ja nicht langweilig werden. Das ist wieder so eine Marathon-OP. Hier nehmen wir jetzt ellenlange Stäbe raus. Weiß der Geier. Und was er hier jetzt fixt, was er hier genau macht, weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er die Bänder wieder zusammennäht. Ich gehe davon aus, ich weiß es nicht, weil ich kann das nicht genau zuordnen. Es dürften die Bänder des Gelenks sein. Das ist natürlich auch möglich, da gebe ich dir recht. Das ist auch möglich. Ich konnte es halt nicht zuordnen, wie ich es gesehen habe. Ja, das war wieder eine Marathon-OP. Haben wir natürlich auch wieder geschafft, alles gut. Die menschliche Anatomie halbwegs korrekt dargestellt. Soweit ich das einordnen kann, ja. Soweit ich das einordnen kann, nein. Echt nicht? Warum nicht? Du schockst mich. Also ein Herz, das von 50 Glassplittern durchbohrt ist, das fängt nie wieder an zu schlagen. Du hast die Frage falsch verstanden. Das gehört auch zur menschlichen Anatomie, dass das nicht funktionieren dürfte. Ich glaub, das war wirklich darauf gemünzt, ob die jeweiligen Organe und alles, ob das da ist, wo es hingehört, oder weiß ich nicht, ob der Blinddarm, weiß ich nicht, da dargestellt ist, wo eigentlich, weiß ich nicht, die Milz sein sollte oder so. Das Herz ist nicht hinter dem Ohr. Ja, aber darauf können wir uns einigen. So wurde es ja auch nicht dargestellt, ne? Also. So, und da haben wir jetzt unsere nächste OP. Geht ja Schlag auf Schlag, soll ja nicht langweilig werden. Ich bin verwirrt, böser Keks, ich auch. So. Dann haben wir hier jetzt... Dann kann ich schon wieder nicht einordnen, ich bin ein Noob geworden in dem Spiel. Auf jeden Fall müssen wir jetzt wieder hingehen und... Ich glaube, es sind Tumore entfernen. Heißt also absaugen, Kerne nehmen, Tuch drauflegen, Antiseptikum drüber. Bam, jetzt kommt er aber auf den letzten Drücker auf einmal noch eins, wo wir uns aber nicht rantrauen, wo wir aber sagen, nein, lieber nicht. Hashi, leider gehört das doch zur menschlichen Anatomie, weil Anatomie ist halt auch das, wie funktioniert ein Organ und vor allen Dingen, wie nicht. Also, eins gelernt hat, diskutiere ich mit Fachpersonal. Deswegen diskutiere ich auch gar nicht. Ich kann schon sonst nicht, ja? Ich stelle nur nochmal Fragen hinterher, wenn ich was nicht verstehe. Aber diskutieren tue ich nicht. Seid so ein Klugscheißer. Wo ist mein Bankkommand?
Du hast keins. Immer so, kann man sich echt nicht geben. Bye bye, Lord Shirley oder wie du auch immer heißen magst. Bye bye. So. Nächste Operation. Wir schneiden den Brustkorb erstmal wieder auf. Und da finden wir denselben Patienten wieder, nur dass wir jetzt ein anderes Mittelchen haben, um dagegen vorzugehen, gegen diese Krankheit. Gibt er das ein? Bitte? Ob er das gerade einfriert? Er hat es im Endeffekt nicht eingefroren, er hat es nur etwas verlangsamt, damit er besser arbeiten kann. So habe ich es zumindest interpretiert. Ich dachte, ich kann es nicht zu 100% sagen, weil, ja. Ich das Spiel leider nie gespielt habe. So, was machen wir jetzt? Richtig, wir gehen jetzt hin und machen unser Pentagramm. Jetzt hat es funktioniert. Holy fuck. Stunden Anatomie und ich, ihr könnt mir vertrauen, wenn ich euch sage, ich weiß, was Anatomie ist. So, warum mussten wir verlangsamen? Ganz einfach, wir können nur dann bei diesem Krankheitsbild absaugen, wenn das jeweilige Tumorviech, nenne ich es jetzt mal, eine blaue Farbe hat. So, das war natürlich in Normalspeed, war natürlich kaum möglich, bis gar nicht. Deswegen hat er mit seiner Fähigkeit die Zeit jetzt wieder verlangsamt. Und deswegen war dann die blaue Sequenz bei dem jeweiligen Tumor, sage ich mal so. Und dann in der blauen Phase hat er genug Zeit für abzusaugen und rauszuschneiden. Deswegen hat das beim ersten Mal nicht funktioniert. Dann beim zweiten Mal hat er gesagt, so, Chaka, ich kann das jetzt mit meiner Fähigkeit. Gib ihm. So, dann lernen wir jetzt einen neuen Charakter kennen. An operation where we're dealing with someone who's got a whole bunch of stomach tumors and post-guilt syndrome and they're gonna flatline randomly. It is the worst. Das ist im Endeffekt wieder 5000 Kilometer Cutscene im Moment. Eric, dein Lieblingsspiel, im Ernst? Hast du das Spiel gespielt? Das ist geil. Das finde ich jetzt echt cool. There's just gonna be a lot of things thrown at us and we're gonna do as much as we can to kind of get ahead of them. Warum versucht der Chat eigentlich mit mir zu diskutieren? Weil der Chat immer diskutiert. Es ist scheißegal, um was es geht. 5 Minuten später recht zu geben. Der Chat diskutiert immer. Da kannst du dich dran gewöhnen. Deswegen nicht dran aufgeilen, einfach locker bleiben. Ich verrate dir ein Geheimnis, Teil. Manchmal sage ich auch was, nur damit der Chat sich aufregt. Ich finde das viel lustiger. Fragte sie. Vertrauen kann man ihr nicht. So, wir gehen wieder eine Runde in den Magen. Wir haben, ja noch nicht genug Magen-OPs gehabt. Einmal Antiseptikum und aufschneiden. Guck mal in den Chat. Ja, ich finde das sehr lustig. Ich lese es, aber ich muss auch noch kommentieren, das ist mein Problem. So, was wir hier jetzt normalerweise machen müssen, wir müssen abröntgen, um genau zu gucken, wo die, wo diese Tumorzellen liegen. Aber wenn man das auswendig weiß, kann man an den jeweiligen Stellen auch einfach Skalpell schneiden und dann tauchen die Tumorzellen auch so auf. Da muss man nicht extra abröntgen. Geht halt schneller, weil man muss ja eh einschneiden. So, da haben wir wieder die Depri-Sektion, über die sich Knights immer so freut. Irgendwie verkackt er gerade sau oft sein Pentagramm, das ist nicht gut. Er hat halt gewusst, dass da oben noch ein paar Tumorzellen liegen, deswegen ist er nicht da rechts oben hingegangen, sondern hat da links erstmal die eine weggenommen. Weil das hätte sonst Zeit gefressen ohne Ende. Moin, Traumfalke. So, dann wieder unser übliches Prozedere. Flüssigkeit absaugen, Kerne nehmen vom Tumor, Bücher drüberlegen. Dann
diese Mini-Polypen da weglasern, Antiseptikum komplett drüber und dann sind wir immer noch nicht am Ende. Unglaublich. Denn Tumore sind kleine Arschlöcher. So, da hat er es jetzt richtig gemacht. Da hat er genau im richtigen Moment, als dieser Balken im grünen Bereich war, draufgedrückt, damit genau im richtigen Moment der Defi auslöst. Ja, das Pflaster ist super auf jeden Fall. It's real. Jetzt darf hier nicht mal Wikipedia-Links schreiben. Nightbot, come on! Nein, Links sind nicht erlaubt. Das hätte ich dir aber sagen können. So, jetzt müssen wir erstmal die Blutwolken hier absaugen. Weil, wenn Blutwolken da sind oder egal was wir rumschnibbeln oder tun, alles zieht HP ab. Und deswegen müssen wir da grundsätzlich erstmal gegenarbeiten. So, dann eine Runde wieder lasern, Löcher machen, Löcher wieder zumachen. They lived. That was pleasant. Tunen und Feierabend. Nächste OP geschafft. Is the ward's gonna be busy? Not my problem. Speaking of ranking, doesn't SDSK still have all the world records for the all excess runs? Yes. Because they're the only person crazy enough. Sorry, Kram. Das Gute ist, ich kann euch nicht so die Story erzählen, deswegen könnt ihr das Spiel noch blind spielen. Das war natürlich auch geplant von mir. Es kommt natürlich drauf an, ihr müsst natürlich Japanisch spielen. Nee, es ist ja auch in Amerika erschienen. Errat den Leuten das doch nicht. Hab ich schon am Anfang gemacht, you fail. It's basically dawn there, so if you're awake for the hats off to you. Zuhören ist manchmal gar nicht mal so verkehrt, Nights. Spoiler! Das Thema hatten wir schon. Ihr hört es doch sowieso gegenseitig. Das stimmt, das wäre viel zu anstrengend. Ja, ich muss mir schon selber zuhören, ja? Ja gut, das ist eigentlich schon Strafe genug fürs ganze Leben. Ja, und ich kann nicht mal davor weglaufen. Ihr könnt einfach den Stream ausmachen. Ich muss mich den ganzen Tag ertragen. Garricket, nicht spoilern in Speedruns! Wie kannst du nur? Yeah, I think it's Mr. Tardy. Oh. I love how often we forget which operation we're on until we see so. The patient and we go, oh, it's this one. To be fair, it's Tardy, so... Weiter geht's mit Operieren. Another guilt, so another boss fight. And all we have to do here is match... Sind hier ja immer noch in dem Speedrun. Oh, erstmal einmal quer aufschneiden. Ist immer eine tolle Idee. Echt? Wir sind gar nicht im... It might not be, but it doesn't matter. Studium für Medizin so. Ist hier falsch. Was haben wir hier? Wir haben hier was Tolles. Nämlich eine Krankheit, für die wir vorher die Gensequenzierung gemacht haben. Was müssen wir machen? Wir müssen das jeweilige Mittel in diese Knubbel einspritzen, sage ich mal so, damit wir den Knubbel entnehmen können. Und dann kommt der eigentliche Boss. Dieser Boss funktioniert folgendermaßen. Diese Bosse haben verschiedene Farben. Und wir müssen das jeweilige Mittel mit der jeweiligen Farbe in diese Bosse reinspritzen. Das macht den Schaden. Wenn wir das oft genug gemacht haben, ist der Boss tot. Und der Patient hoffentlich nicht. Optimalfall wäre das so. Was soll denn das sein? Hat irgendwelche Froschlurche gefressen? Das ist ein Virus. Hab ich doch gesagt. Virus. Ich gehe nicht näher drauf ein, ja? Ich verspreche es. Aber ich möchte nur einmal anmerken. Das ist keine besonders korrekte Darstellung von Viren. Das sind Viren, die zu Parasiten mutiert sind. Ist doch ganz normal. Das funktioniert nicht. Viren sind keine Lebewesen. Das ist normal. Das ist nicht normal. So funktioniert Biologie nicht. In dem Spiel schon. Oh, ist das herrlich. I call out the colors to myself so I know what I'm doing. I often do. I thought I would feel a little bit silly if I did it today. Person hat bestimmt zu viel Rostfleisch gegeben. Yeah. You have us to help you, don't you?
Daran wird's liegen. Okay, real talk. Es gibt nie genug Fleisch. Auch nicht rohes. So, jetzt sehen wir die ganze Stadt mal bei Nacht. Voll der romantische Anblick. Wird mal was anderes sehen. Parasitäre Viren, du hast es erkannt, Toggleton. Anonymous says, hello all, long time watcher, first time donating. I'm not a surgeon, but I do put people to sleep for surgery. Dreiken, der ist gut. Ja, wir sehen ganz anders aus. Außerdem braucht man die richtigen Pillen und keine Spritze. Haben wir doch damals bei Dr. Mario gelernt. Surgeon Rabbit, wonderful job. Oh, den bin ich wieder auf zurück. Ich hab keine Ahnung, was Dr. Mario ist, aber okay. Oh, das ist herrlich. Musst du mal gespielt haben, Dr. Mario ist witzig. Hatte noch nie eine Konsole, mit solchen Spielen brauchst du mir nicht kommen. Oh, immer diese Anfänger. So, it's funny you mentioned that, because I don't know if the other games do this, but the end of Second Opinion, after you beat the last X operation, it says to not tell your patients how much. Knights ist wohl eben vom Stuhl gefallen, weil er sich nicht damit abfinden kann, dass Spiele nicht logisch sind. So, nach ein bisschen Story-Gequatsche geht's dann jetzt weiter. Der nächste OP. Ich glaube, das ist diesmal das Herz. Glaube, ich weiß es nicht. But thank you, Anonymous. And do get surgeons to play this. I've had surgeons and other doctors. Ist ja okay, dass es Emulatoren gibt, aber ich kann halt einfach. Keine Emo-Diskussion in meinen Commentaries. Doch, lass uns über Emulatoren diskutieren. Nein, echt in meinem Commentary. So, wir haben hier ein leichtes Problem, nämlich ein Herz, das ein paar Probleme hat. Unter anderem hat es eine Kugel. Im Herz? Das Herz hat sich eine Kugel gegeben, ja. Also für mich sieht das aus wie das Herz. Ja, das ist das Herz. Weil jetzt müssen wir nämlich per Handmassage innen drin das Herz versuchen wieder zum Schlagen zu bringen. Hat funktioniert, yay! So, einmal alle Wunden zunähen, alles behandeln. Ja. Ja. Zack. Einmal zugenäht und wir sind fertig. Und damit wäre auch diese OP überstanden. Wenn wir hier fertig sind, hat Knight zur Gehirnerschütterung. Moin, Snox Alex. The problem is his heart's not working properly, so he needs a pacemaker, and we're gonna slap a trafficking device in the pacemaker as well. Bogenschwert, das kannst du dir bestimmt bei eBay kaufen, gehe ich mal von aus. Ich bin auf so vielen Ebenen getriggert, definitiv. Ah, ich finde das jetzt gerade toll. Weißt du, warum ich dich als Nebenkommi wollte? Was war das für ein Klopfen? Du meinst dieses hier? Das war Kopf auf Tischplatte, wie ich schon ausgeführt habe, also gesagt habe. Kopf auf Tischplatte, ja. So. Nächster Patient. Wieder das Herz, wenn ich mich nicht versehen habe auf dem mini-schematischen Bild. Ja, könnte, müsste, sollte. Ja, das ist das Herz, genau. Wir sollen nämlich jetzt einen Herzschrittmacher einsetzen. Das heißt, wir schneiden erstmal zwei Löcher ins Herz. Verlegen Kabel, von denen das Ganze. Und dem Patient geht's wieder gut. Oder auch nicht. Weil der Defi nämlich nicht funktioniert. Erstmal wieder Herzdruckmassage mit der Hand direkt am Herzen. Schön pumpen, bitte. Wir müssen im Übrigen genau in diesem Moment drücken, wo der äußere Kreis diesen inneren Kreis berührt. So, Herz schlägt wieder, wir haben alles, wir haben noch nicht ganz verkackt. Heißt also, wir nehmen den alten Defi wieder raus, beziehungsweise nur die Kabel, Entschuldigung, nur die Kabel. So, dann machen wir zwei neue Schnitte mit zwei neuen Gabeln. Verlegen die Kabel
Na, gucken wir mal, ob der Defi jetzt endlich macht, was er soll mit dem neuen Kabel. Jo, macht er. Wunderbar. Dann können wir jetzt wieder zumachen. Und wir sind fertig. Just remembering how angry she looks all the time in this game. Oh, so herrlich. I never liked Angie much. Yeah, I kind of. Ich kann dich aber beruhigen. Wir haben höchstens noch eine Dreiviertelstunde zu tun. Probably for the best. Yeah, I do pay just a little bit of attention to what's going on in the game. It is helpful. You are being constantly scolded. Okay. Okay, I can live with that. Jetzt hat sie sich komplett gemutet. Yay, ich bin alleine. Auf geht's. Also, hier haben wir jetzt wieder Story-Quatsch, wo es halt darum geht, dass irgendwas mit einer Spezialeinheit ist. Sagen wir es erstmal so. Siriex, das kommt halt drauf an. Also, ich finde das Spiel gut, wenn man es selber spielt, auf jeden Fall. Halt meine Meinung. So, die haben halt einen mobilen OP dabei, sage ich jetzt mal so. Und wir sollen in diesem mobilen OP jetzt irgendwelche Dinge tun. Weil Dinge. As I hold the laser down over the attacks or the cores. The happy little bonus here. So, jetzt haben wir wieder eine Frau zum Operieren. Das wird wahrscheinlich dann die Lunge werden, so lagetechnisch. Gehe ich mal von aus. Haben gerade Umbrella Hops genommen. So, jetzt sehen wir da um die Lunge irgendwelche, ja, so einen komischen Nebel. So, wir müssen in die blauen Kreise, die manchmal erscheinen, dieses Gegenmittel einspritzen. Denn dann erscheint der eigentliche Boss. Es ist Bosszeit! So, der Boss geht jetzt hin und teilt sich in zwei große Wolken auf. Der Boss funktioniert folgendermaßen. Wir müssen jetzt hingehen und müssen, also der absondert kleine, okay, der Hauptstream lag bei mir gerade, er absondert kleine Viecher, die müssen wir töten, weil die machen Schaden. Weil töten mit dem Laser, wir müssen halt aufpassen, dass der Laser nicht überhitzt, deswegen früh genug wieder aufhören zu lasern. Und erstmal die Vitalität hochballern. Vorsichtshalber, weil wir haben eh Zeit. So, und wenn der Boss halt nicht durchsichtig ist, sondern dieser blaue Kringel um ihn drum rum ist, dann können wir auf ihn einschießen mit dem Laser. Das macht er halt abwechselnd, einfach aus diesem Grund, damit er die beiden relativ zeitgleich komplett töten kann. Which is unfortunate because there are many operations. Müssen wir halt paar Mal machen. Also ich interpretiere das so, wenn ich jetzt von den Teilen ausgehe, ich gespielt habe, gehe ich persönlich davon aus, dass die rumexperimentiert haben mit irgendeinem Virus, um im Endeffekt ein Ultravirus zu erschaffen, um dann gegen den ein Gegenmittel zu finden, weil dann kann man ja gegen alles vorgehen. Und dabei ist jetzt unter anderem das hier rausgekommen. Pikra, wer guckt so einen Schwachsinn? Du gerade. Anmerkung meinerseits. So. Und Boss besiegt. Dann geht's wieder gut. Nun denn, Boss besiegt. Ole, ole. That's one of the downsides of the healing touch is it often slows down the guilt and like gives you limited periods of vulnerability to deal with them. But we're going to ignore that and use healing touch on later guilt anyway because I'm going to be lazy. It is actually the most efficient way to do it.
Ja, Garrick hat, ich habe halt die Wii-Teile gespielt und wenn man selber spielt, macht es definitiv mehr Spaß, als man jetzt nur zuguckt. Sagen wir es mal so. Moin, Rice. Oh, ich werde da mal nebenbei nochmal ein bisschen mehr auf den Chat gucken. Weil im Moment ist eh nur Story-Quatsch. So, ich bin wieder da. Baby, von der Gehirnerschütterung erholt. Ja, quasi. Um genau zu sein, musste ich mal was für meinen geistigen Zustand tun. Deswegen... Alles. Danke dann mal Prost. Ja, Prost, mit Kaffee natürlich, ne? Mit Kaffee. Ich will ja auch einen machen, natürlich. Aber geht jetzt gerade nicht. War ein bisschen doof. Ja, das ist der größte Headache, wenn man mit it casually. Defenestration ist eine valid Option. Sometimes it's the best option. So. Und wieder geht's in den Magen. Remake, like the original game is just even harder. Yeah, in the original game you had to pull out each of the thorns with the forceps and use the scalpel to cut them out and then take them out. Kaffee mit Schuss? Ich sage jetzt nicht, was ich trinke, weil dann werde ich hier gleich aus dem TS gekickt. Deswegen habe ich ja gesagt, sag einfach Kaffee, passt schon. And then they just removed pretty much everything. Hört sich auch so ein bisschen so an im Hintergrund. Yeah. Gut, wir haben wieder eine Magen-OP vor uns. Heißt also, erstmal Magen aufschneiden. Also tatsächlich habe ich auch einen Kaffee, das ist richtig. Ja, siehst du. Also hättest du nicht mal gelogen. So. Ich habe keine Ahnung, was die jeweilige Person getan hat, aber die jeweilige Person hat ganz viele kleine, weiß ich nicht, wie ich die benennen soll, Dinge. In ihr Magen. Was weiß ich, vielleicht ein Suizidversuch mit weiß ich nicht was. Ich habe keine Ahnung. Hey, Rice! So, dann. Bisschen wir mehr von diesen Stäbchen entfernen? Was sind die Dinger jetzt Stäbchen? Keine bessere Idee. Nägel? Ja, hundertprozentig, das sind eindeutig Nägel. So, jetzt haben wir soweit alles entfernt. Und ab geht die wilde Fahrt. Ich will an dieser Stelle anmerken, Knights hat sich freiwillig gemeldet. Well, they should have already happened if the first game was in last year. Das ist das, was mir am meisten wehtut, ja? Do any of our donators have a muffin? Ich find das grad saugut, ehrlich. Ich find das grad super gut. That is an excellent question, but we do have quite a small donation. Ich merk das schon. Here from Thurlor that donated $40. Hey. Thurlor has to say, hey guys, always nice to seeing a trauma center. So, das war jetzt wieder, Erstes und letztes von mir ist schon mal scheiße. Ich habe für Yuki nämlich auch vorhin schon 3 Stunden Mario kommentiert. Ich muss dazu sagen, ich hatte eigentlich vor, letzte Nacht zu schlafen. Eigentlich. Begründung, dass ich aufs DS gegangen bin, war, weil Taitai mir dann geschrieben hat, dass ich mit ihm kommentieren will. Und ich Yuki geschrieben habe, weckst du mich dann? Und Yuki dann gesagt hat, ach, kannst du nicht noch für mich 3 Stunden vorher Mario kommentieren? Ach, ich find's herrlich. Hab mal wieder die Apokalypse hier ausgelöst, ich find's gut. Also ja, Life Choices. Meisterin der Life Choices. And yes, I am alles richtig gemacht. Nicht geschlafen. That's okay. Kein Kaffee. So, nächste OP am Start. Einfach mal was können. Und weil es ja auch nicht langweilig werden soll. Ich bin mir nur nicht ganz schlüssig, was wir jetzt machen. Also ich muss sagen, wir kriegen doch eigentlich die Zeit zwischen den OPs ganz gut rum.
Ey, ich kann das auch gar nicht einordnen, ich versuch's jetzt gar nicht. So, da haben wir jetzt was Altes, Bekanntes. Das nämlich müsste die Leber sein. Leber, okay. Zumindest so von der Form her. Nämlich wieder unseren Farbenboss, so nenne ich ihn jetzt einfach mal. It'll make sense later. Nur, dass, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt eine Farbe dazugekommen ist, aber ich weiß nicht genau welche. Aber von den vier... Ja, genau, schwarz. Haha, ich wusste es. So, jetzt haben wir nämlich die Schwierigkeit. Jetzt haben wir fünf Farben, von denen wir aber immer nur drei brauchen. Er wählt, wie er es halt macht, er wählt mit der rechten Hand, mit dem rechten Pen wählt er die Farbe. Mit dem linken Pen initiiert er das dann in den jeweiligen Boss rein. Das ist keine Farbe. Den habe ich schon mal geführt. So, aber auch die Form des Bosses haben wir auch geklärt, besiegt und weiter geht's. Warum bin ich Nudes dafür? Erstens, Bele ist vergeben. Ja. Das reicht eigentlich schon als Begründung. Komm, dir fällt doch ein zweites und drittes ein. Ja, okay. Colors. No, not happening, man. That's why Chad is going to love CA. Dark Avalon, das ist ein besonderes Krankenhaus. Und ein japanisches natürlich, genau. Ganz wichtig. In Japan funktioniert Anatomie anders. Weißt du, das ist ein anderer Hersteller. Asiaten funktionieren anders. Das ist ein anderer Hersteller. Oh, wie sich das anhört, ey. Wäre nicht so, als ob wir hier über Patienten reden würden oder so. The funny thing is, if you perform surgery fast enough, you approach a time. So, jetzt müssen wir uns hier um den Typen kümmern, der etwas komisch aussieht. Gott, dein Heid. So, jetzt kommt eine relativ interessante OP, die wird interessant. Die wird richtig cool. So, und zwar müssen wir jetzt in diesem mobilen Operationssaal operieren. Mit gewissen, nennen wir es jetzt mal, Schwierigkeiten. Es gibt nochmal einen Haufen Blabla. Blabla, blabla, I'm ready for this, blabla. Also wenn die Person noch 20 Kilo weniger hat, dann ist sie ungefähr so auf meinem Niveau. So, wir haben kein Licht. Mit was operieren wir? Richtig, mit einer Taschenlampe. Man könnte oh, hält jetzt... Noch? Nee, den hält seine Assistentin. Ich dachte schon, die hatte irgendwie so im Mund. Nee, man könnte mit der Kamera hin und her fahren, aber... er weiß halt auswendig, wo was liegt. Und deswegen kann er sich das sparen. So. Und, zusätzlich noch, weil wir halt mobil unterwegs sind, rumpelt immer wieder das Auto, alles bewegt sich, tralala und pipapo. Es macht eine Menge Spaß. Macht eine richtige Menge Spaß, das so irgendwie hinzukriegen. So, und jetzt sind wir mit der OP fertig und haha, jetzt ist natürlich das Licht wieder da, haha. Time travel. Das ist halt, das sind halt so Sachen, durch eingebracht werden, was ich sehr cool finde. Und ich bin jetzt mal ganz kurz AFK, weil ich muss jetzt mal kurz austreten gehen. Viel Spaß mit Knights allein. Yay! Ich hab keine Ahnung von dem Spiel. Also es kann nur besser werden. Interpretieren wir mal, was passiert. Yep, you thought defusing a bomb was weird. Yeah, Atlas is pretty impressive with how they come up with these offs. I forget, is the medical board notified if the bomb goes off? Yeah. Yes, and then they...
even though you're kind of with the medical board in that off. Yeah, you are at a medical conference. Already Gaming fragt bei diesem Spiel nicht. In diesem Spiel setzt man auch so the worst thing about this operation is there's going to be some pins septische Knochen wieder ein. Also, was halte ich von dem Spiel bisher? Es ist eine sehr gute Frage, die ich aus Zeitgründen leider nicht beantworten kann. Bei einer Auto-OP. Auch in einem Auto hat man nicht. Also mein Auto hat nicht. Also, its vitals are unknown. And the patient's life is in my hands. Japaner funktionieren anders. Again, being lazy with the pen light here, I'm just going to leave it in place and kind of squiggle wildly, hoping it works. Very precise scientific method you use there. Yeah. And then we've got these pins that are of variable length, and I'm just going to kind of. So, hattet ihr Spaß mit Nights alleine? Schön, jetzt bin ich wieder da. Was wir hier jetzt machen, ist mit, ich habe gar nicht erst versucht zu kommentieren, was da passiert, weil ich habe keine Ahnung. Mit ärztlichen Mitteln, nennen wir das Ganze jetzt mal, entschärfen wir eine Bombe. Genau, deswegen war das eine dunkle OP. In Japan haben einfach Godzilla-Viren alle Lichter kaputt gemacht. Das passt so ungefähr in die Spiellogik. Wir gehen halt hin und schneiden erst den Rahmen auf und dann müssen wir die Stäbe, die rundherum sind, entfernen. So entschärfen wir die Bombe. Dann kannst du ein bisschen mal dreimal machen. Yeah, if you get like two or three, if you get two or three misses, the patient more or less dies. But erstmal moin Nagakuga und ja, das habe ich mir bereits gedacht. Hab den Shit gar nicht ignoriert, was labert ihr? So, jetzt hat er ein Problem. Jetzt musste er die Kamera ein bisschen bewegen, weil er den einen Punkt nicht gefunden hat, den er nicht gecuttet hat. Weil normalerweise, wenn man das richtig macht, mit dieser kreisenden Bewegung, kann man die Hülle so einfach aufknacken, es funktioniert. Aber, irgendwie hat er da einen Punkt jetzt gerade nicht erwischt, was ein bisschen unglücklich war, um ehrlich zu sein. Was? Wer ruckelt? Nein! Was mach ich? Ich hab keine Ahnung. Was zum Teufel? Paketverlust 20%. Also irgendwas funktioniert gerade an meinem Internet nicht. Leck mich aber! Nein, eher nicht. Ich weiß, was an meinem Stream gerade nicht funktioniert. Es könnte daran liegen, dass mein Steam gerade 40 Spiele geupdatet hat. Clever! So! Weiter geht's mit eifrigen Bomben entschärfen. Nope. Ja, Mission erfüllt. Wir haben eine Bombe entschärft. Yay! Good job! Congrats, we opened those doors. The vitals didn't go below zero. Will ich wissen, wo die Bombe steht? Weiß ich nicht, ich könnte es dir aber auch nicht sagen. Da ihr Arzt ist und alles aufschneidet, vermutlich mal im Darm des Patienten. We do indeed, and it looks like we have $50. In as a donation that says, Trojan, you may be a bad surgeon. Also, meine Freundin hat mir bei WhatsApp geschrieben, es schneit, Ausrufezeichen. Ja, ich habe auch ein Fenster, ich kann auch nach draußen sehen und sehe, dass es schneit. You're not wrong. We also have $10 from LLK that says, top three speedrunner sayings, I wouldn't. So, da haben wir jetzt wieder einen Haufen Storykram. This is thought to be a task only strat. But I'm feeling brave right now. Der Kampf von Spiel irgendwann vorbei, ich mag nicht mehr. And now I can just damage I know that feeling, bro. And number one, uh-oh, I think I saw this. Ja, in, ich glaube, in Second Opinion musste man auch mal eine Bombe entschärfen.
because there's multiple bad guys. And this one just happens to be an evil German dude. Hey, wie spricht man diesen Namen? Giant test tubes and infected them with guilt. And also himself. He's the bold guy. Würde ich den aussprechen, ehrlich gesagt? I think you can get that he's evil. Welchen Namen? Maybe. Hashi? It's a subtle thing. Nee. It's usually the bald people. Ich denke mal, dass es so ausgesprochen wird. Hair in anime, it seems like. Yeah. How good is the sound effect? I mean, he also has the laugh. He does. He does. All right, so we're dealing with three strains of guilt, one after the other after the other. We got Tatari, which... Ja, das ist jetzt, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, ziemlich die längste Cutscene im ganzen Spiel. So, was wir hier jetzt haben, ist ein literally Boss-Rush. Jetzt kommen, wenn ich das jetzt gerade richtig im Kopf habe. Deswegen haben wir auch ein Zeitlimit von 10 Minuten, nicht so wie bei den ganzen anderen OPs von 5 Minuten. Because yeah, you can actually time out in these operations. That is a thing that is a problem. The Backstabber, ich vermute eher, dass die Spiele einfach alle gleich aussehen. So, Boss Nummer 1, unser toller Farbenbus. Und Backstabber Under the Knife 2 ist später rausgekommen als Second Opinion. Also wenn, dann überhaupt umgekehrt. Aber Second Opinion hat nicht dieselbe Story. Das hätte ich gesehen. Wie gesagt, unser Farbenboss, wir müssen die richtige Farben in das richtige Krabbelvieh injizieren. Mal die Vitals hochpumpen. Halt Farbe injizieren. Der Boss ist eher noch lame. Persönlich jetzt so. Bert von der Bombe entschärfen. Im Patienten? Nein. Und das war auch die letzte Bombe, die wir entschärfen mussten in dem Spiel. Schade, ansonsten hätte ich einen Witz darüber gemacht, dass das so ziemlich der unluckigste Terrorist der Welt ist. Ja, passt dann in dem Fall leider nicht ganz. Tut mir leid für dich. So, hier haben wir wieder den Laser-Boss. Nennen wir es mal. Wir müssen erst die kleinen Krabbelfiecher töten mit dem Laser, damit dann sozusagen das Muttervieh erscheint, das wir dann killen müssen. Kleinen Blubbel-Ads müssen wir einfach nur entnehmen. Falls möglich ist. Japaner retten Terroristen. Das klingt so ziemlich nach dem geilsten Filmplot aller Zeiten. Kann jemand diesen Film produzieren, bitte? So, jetzt wird es langsam knapp mit den Vitals, aber wenn wir auf eine neue OP überspringen, werden die Vitals wieder hochgepumpt auf einen bestimmten Wert. Halt, ganz gut. Tenibar, dafür muss man das selber gespielt haben, sonst steht man nicht, warum das Spiel so gut ist. Habe ich auch schon festgestellt, wie ich Second Opinion kommentiert habe. So, da haben wir jetzt wieder unseren, das ist einer ebenso passend, Raucherlungen-Boss. Wir müssen die kleinen Ads erstmal töten mit dem Laser. Bis dann irgendwann der Boss selber verwundbar wird. Zuerst gibt es erstmal einen Haufen Ads, einen Haufen Mini-Viecher sozusagen. So, jetzt können wir auf den Boss selber einballern. Einlasern in diesem Fall. Liegt er gut in der Zeit? Also, ich behaupte, dass Estimate nicht in Gefahr ist. WR glaube ich weniger. Ich glaube, dafür ist ihm zu viel Shit passiert. Aber kann mich auch irren. Moin, VW geht ab.
So, jetzt ist der Boss gleich wieder verwundbar, deswegen hält er mit dem Laser schon drauf. Da schön abwechseln, weil, wie gesagt, wir wollen die eigentlich gleichzeitig töten. Hat er jetzt beim ersten Mal, als der Boss aufkam, hat er das nicht gepackt. Aber er versucht es halt schon. Ja, sagen wir es jetzt mal so. It's not quite like writing with your non-dominant hand. No, it's a lot simpler and like it's not something you should be intimidated by because most people. Und mal gucken, was diesmal schafft. Es ist wieder ein bisschen weit auseinander. Oskel her. Cool, so it has multiple hit points. That hasn't happened in a while. Also im WR hat das gepackt, dass die, kann eigentlich sagen, fast gleichzeitig gestorben sind, die Bosse. Gut, aber der Boss Rush ist dann somit beendet. So that's six chapters down. Now we've only got the seventh chapter where they decide that this game wasn't anime enough and we're gonna have die Operation mit Rang 10. Ich glaube, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, hat er in seinem WR, hat er tatsächlich die meisten OPs sogar mit Rang, mindestens mit Rang A oder S beendet. Halt auch ein Indikator dafür, wie schnell und wie gut er die jeweiligen OPs durchgeführt hat. For various purposes that have benefits as well as detriments. Also von mir kriegt er ein D. And we're gonna be operating on Annie, who is a tennis player. Du, was hast gesagt? Sag, von mir würde er ein D bekommen. Durchgefallen. Das dachte ich mir schon. Video games have taught us that infecting yourself with diseases on purpose cannot have any possible side effects. No. So, dann geht es jetzt mal eine Runde in den Damentrakt. Hey! Alles klar, bis dann, Kuranis. Jo, bis dann, Razeria. Wieso bin ich böse? Ich weiß es nicht. Gar nichts Schlimmes gesagt. So, der Darm, der hat ein paar Risse. Die haben wir jetzt erstmal zugenäht. So. Und jetzt kommt ein neuer Boss. Der Boss ist ein wenig ekelhaft. Denn dieser Boss kreiert immer wieder neue Schnitte, wie man jetzt gerade sieht. Wir müssen mit dem Laser halt aufs Auge draufhalten. Dann zersplittert der Boss so gesehen. Wir können den Kern entnehmen. Und dann, er ignoriert jetzt auch gerade die Schnitte, weil, ja, schlauer und so. So, jetzt macht er sein Pentagramm. Weil jetzt kann er, jetzt sieht man nämlich auch, dass das ganze Game insgesamt verlangsamt wird. Jetzt hat er das Game verlangsamt, weil er den Boss einmal zerstören wollte, um den Kern zu entnehmen. Und um die Vitals ein bisschen hoch zu pumpen. Und jetzt kann er den Boss nämlich richtig schön dem Laser traktieren. Wenn man das in Normalspeed machen würde, würde sich der Boss halt um einiges schneller bewegen. Würde deswegen auch umso mehr Schaden anrichten. Deswegen macht er das. Man sieht es ja jetzt auch hier gerade. Und dann, ja, da kriegt er noch eine Beam-Fähigkeit, einfach weil er das kann. BB, Veni. You can hear it cutting, even though it's not making more cuts. So, somit Boss besiegt. Rise, die Story kennt man nicht und das Spiel ist auf Japanisch. Ja. Es gibt eine Story wie bei jedem Trauma Center Game, aber kann sie euch halt nicht sagen, weil meine Vorbereitungszeit war auch ein bisschen knapp. Ich habe mich freiwillig dafür gemeldet, will ich dazu sagen. Aber, ach, warte mal. Garrick, du hast das Spiel doch gespielt. Wie wär's, wenn du so einen groben Querschnitt über die Story uns geben würdest? Das wäre eigentlich so cool. Nein, dir traue ich das nicht zu. Well, I mean, there's always two-player mode on New Blood.
There is. And we've got a moment, Muffin, if you've got any donations to throw our way. Sure. Das Spiel. Thank you folks so much for your support. Wait a second. Das Spiel hat eine Sprachausgabe, aber alles, was so storytechnisch ist, muss man lesen. Ja, vor X Jahren. Ach, schade. This speedrun has been the best study break I could ask for. And I'm getting a good laugh out of the inaccuracies now that I've been through. Aber also, die geben halt manchmal Worte von sich in akustischer Sprache tatsächlich. So, da haben wir jetzt wieder einen Spezialpatienten, der sehr gesund aussieht. Er ist dann wieder, ja, wir haben rumexperimentiert, ja, wir haben wieder verkackt. So, was hat man noch nicht in diesem Spiel? Richtig, Gehirnoperationen. Die kommen. Eine. Das ist ziemlich nah an dem, wie ich das Spiel gespielt hätte. So, wir haben Aneurysmen. Aneurysmen behandeln wir wie folgt. Wir indizieren ein Mittel, damit die sich verkleinern, wir drumherum schneiden können und dann verklemmen wir wieder die Enden miteinander, sag ich mal so, und vernähen das Ganze. Und dann ist das Aneurysma behandelt. Already Gaming, das Spiel, das ich runne, ist Ultra Street Fighter 2 The Final Challenges. In der Arcade-Version. In der Arcade-Kategorie, Entschuldigung. Haitai ist da auch schon mehrfach Haitai gewesen. Ich hab's zwischendurch nicht mehr geschafft, mir den VR wieder zu holen, weil der aktuelle VR, der ist wirklich knackig. Und ich runne derzeit eigentlich nur Dead Space. Der Arzt Derek Styles zusammen mit seiner Assistentin Angie Thompson im Auftrag der Organisation Hanukois in Afrika tätig. Was für Dr. Styles als einfacher Aushilfsarbeit beginnt, nimmt schon bald wesentlich komplexere Formen an. Oh. Durch den Gilt-Virus hervorgerufene, aber für besiegt gehaltene Krankheit bricht erneut aus und muss ein weiteres Mal bekämpft werden. Ah! Hey! Ich glaube, ich muss das Wiki mal etwas bearbeiten. Bitte da gerne noch so ein. Nach den Gesetzen unserer logischen Welt unmögliche Virus. Ich hab gewusst, dass das kommt. Ich bin zu herrlich. Was man übrigens jetzt gleich bei diesem großen Aneurysma auch wieder sehen wird, da werden wir ein Implantat so gesehen einsetzen, weil es halt mehrere Nervenstränge sind und nicht nur einer. Again with the large aneurysms we really want to prioritize them because the longer we leave them the larger they get and the more sedative they take to clean up which we're going to see on the next. Nee, passt schon so. Passt schon so. Jetzt haben wir einen groben Querschnitt über die Story, passt schon so. Danke dir Painter Crow. And unlike the small tumor aneurysm above it which burst. Ja, du einfach Salz zu geben. Wenn du Salz brauchst, komm vorbei. Ich habe hier gerade so eine ganze Menge. So, bei diesen Aneurysmen hat sich jetzt noch so eine schöne gelbe Dunstwolke dazu gebildet, die wir jetzt erstmal absaugen mussten. Und noch dazu haben wir jetzt Tumore im Hirn. Die müssen wir jetzt auch noch entfernen. Haben wir wieder gelben Dunst. Weg damit, weg damit, weg damit. Alles absaugen. Weg damit, weg damit, weg damit. Da haben wir jetzt einen kleinen Entzündungsherd gehabt, den wir mit der Spritze behandelt haben. Ironically, the aneurysm's popping is kind of inconsequential compared to the pus getting out of control. Exactly, it leaves a whole bunch of information around the organ. Moin Retro Games on Twitch. So, jetzt hat die Kamera auf eine gewisse Position geschoben, damit jetzt so viel wie möglich auf einmal auf dem Screen hat, um das zu bearbeiten. Oder zu behandeln, je nachdem, wie man es ausdrücken mag. So even though Trojan injected the sedative and cut the aneurysm, he doesn't have to extract the aneurysm right away because the das klang gerade falsch. Nein, oh boy. So, da haben wir jetzt noch ein paar Entzündungsherde, die weg müssen.
Und dann, oh nein! There is more! Einfach mal Aneurysmen, die sich spontan entwickeln. Was halt einfach daran liegt, dass die halt gern rumexperimentieren. Deswegen, entwickeln sich bei ihm im Hirn nun spontan Tumore und Aneurysmen. Macht eine Menge Spaß. Auch höchst gesund, habe ich gelesen. Tumore? Ja, die sind entwickelt. Ja, besonders, wenn sich alles spontan entwickelt. Spontantumore kennt man immer wieder. Ist ähnlich verbreitet wie spontane Selbsthilfe. Already Gaming, darf man nach dem Alter der Moderatoren fragen? Ja, darf man, eine Antwort kriegst du nur keine. Ich bin alt genug, um allein aufs Klo gehen zu dürfen. Sagen wir mal so, geistige Einschätzung, passt 12. Für Bele? Setz mich aber hoch ein. Ja, ich weiß. Tut mir leid, ich kenne dich nun mal auch privat jetzt, ne, nicht persönlich so, mal Angesicht zu Angesicht, aber wir haben offen geschrieben. Deswegen, du bist ein bisschen älter als ich, deswegen würde ich sagen, ich bin geistig so ungefähr 5. Vielleicht. Das ist realistisch. Ja, Trollpool, ich bin schon so alt. Into the microphone, and if you could cut my microphone for the next 2 minutes until I give you a thumbs up, that'd be really nice. So, weil wir ja. Übrigens 23. Weil wir ja, noch nicht genug Operationen hatten, sondern an den Lungen, kommt jetzt auch eine Operation dazu. For like 2 minutes, and it will. I'll explain a little bit more once the. Dreiken, Tai hat nicht gesagt, er kann noch alleine aufs Klo gehen, ja? So, Chat, here's your fidget spinners of doom. Yep. So, jetzt haben wir erstmal Dunstwolken, die weg müssen und Entzündungsherde, die behandelt werden soll. Und es entwickeln sich mal wieder spontan Schnitte. Da könnte was falsch laufen. Yep. Da läuft was falsch. Nächster Boss. Der ein bisschen Ping-Pong-Aggro ist. Deswegen benutzen wir unsere tolle Fähigkeit. Retro Games on Twitch. Das ist doch nicht mal das Schlimmste. Wir hatten letztes oder vorletztes Jahr gab es einen Winx Club. Das allgemeine Problem bei dem Boss ist, dass der so eine tolle Dunstwolke bildet und dann sieht man halt nichts mehr. Und wenn man dann wieder hingucken kann, dann sind wir nahe der Apokalypse, möchten wir das mal nennen. Wie er den Boss jetzt besiegt hat, ist, er hat einfach jedes Mal ihn angeschnitten mit dem Appell. Das war dann dieser Boss. Kopf ab kommt jetzt auch nicht mehr viel. Wie gesagt, wenn ich es richtig im Kopf habe. I'm just now imagining surgeons with WWE intros. How good would that be? Just like rocking in to like a surgical theater, like the patient's just going under, and then all of a sudden you just hear like glass shattering. Like the crowd would go wild. Ja, ich glaube, das ist jetzt entweder kurz vor Ende oder Ende. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ihr seid bald erlöst. Von mir und von dem Spiel. Von mir leider nicht. To be fair, I don't think it would be completely out of place on the show Scrubs. No. Ja, das fällt dann unter Problem der Zuschauer. Ja. Yeah.
Ist sehr schön. So, wir müssen den Buskart aufstibbeln und erstmal gucken, was wir überhaupt machen müssen. Weil das ist nicht so genau erkennbar. Dinibug, du hast gar kein Recht auf Schmerzensgeld. Du kannst auch von der Domina kein Schmerzensgeld verlangen. Also, du bist auch freiwillig hier. Da gibt's kein Schmerzensgeld. Was wir jetzt erstmal machen müssen, ist mal wieder Haut transplantieren. Weil, so wie es aussieht, aktuell haben wir ein Verbrennungsopfer. Halt nach folgendem Prinzip in die Quadrate halt das Transplantatmittel reinspritzen, damit wir dann von dieser Stelle Haut entnehmen können und dann decken wir das mit den Transplantaten und dann ist die Sache geregelt. Bei 4% dritten Grades bist du eigentlich schon tot, Knights. Ich weiß nicht mehr genau, waren es 70? Und verbrannte Haut? Ja, ja. Aber bei 70? 70? 40? Echt, bei 40%? 30? Bei 40% bei verbrannten dritten Grades bist du schon nicht mehr zu retten, echt? Du musst dir vorstellen... Er hat eine höhere Zahl im Kopf. 70% der Luft, also des Sauerstoffs, den dein Körper aufnimmt, kommt von deiner Haut. Du erstickst quasi. Ich 70%. Was für eine Scheiße. Weil ich hab nämlich, als ich die Missy das erste Mal gesehen habe, hab ich mir so gedacht, sag mal, eigentlich müsste der Patient tot sein, so viel krasse Verbrennungen, wie der hat. Der Körper kann nicht atmen. Natürlich kann der Körper atmen. Ja, dann callt ihr halt Bullshit. Ich habe aber eine medizinische Ausbildung gemacht und ihr nicht. Was zur Hölle ist das für ein Game? Eiser Lord, das ist Trauma Center. Wir operieren fleißig in der Gegend. Dann hättest du aber mal aufpassen sollen, Mario. By the way, für sowas gibt's Fachbücher. Kloppt euch gegenseitig mit euren Fachbüchern. Also the cycle for these blood pools at the end should be enough that I can just slap some gel down and they are saved. Yes, yes. Der Patient hatte einen Arsch voll Verbrennungen, aber hey! Wir haben ihn natürlich gerettet. That was the last mundane operation of the game. That was mundane? That was mundane. Compared to what's coming up, the burns are somewhat mundane. Yep, we get to deal with Tegan. Moin, Zirconia. And then Alethea and you know, I think there was a song about Alethea in Persona 5. I don't know. But first we've got Bythos and this woman with the short brown hair, that's Heather Ross. She was Emilio's nurse. Ja, Quandos, ne? Gute Wortwahl. Ist das ja schön. Man braucht nur mal irgendwas einwerfen und der komplette Chat riecht sich auf. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja, das ist halt ein Chat. Das ist normal. Leute! Also, okay, ich habe hier noch nicht so viel kommentiert. Wiegt nicht alles, was ich sage, auf die Goldwaage. Manchmal sage ich auch einfach nur was, um die Leute aufzuregen. Guter Plan! Ja, es ist lustig! Because again, I am really waiting for Hubris to bite me in the ass, but it hasn't got there yet. Ja, das ist eure Aufgabe und ihr unterhaltet mich dabei. What is up with people's dads just always turning out to be evil in this series? Daddy issues. Dann gehen wir mal wieder eine Runde in die Lunge. Absichtlich dumm ist immer noch dumm. Ja, aber ich weiß, dass ich dumm bin. Das ist ein großer Unterschied. Herrlich. So, da haben wir wieder unseren Lieblingsboss. Der Boss, der völlig ausrastet. Ich kann ihn nicht anders beschreiben. Problem bei diesem Boss ist auch, wenn man da zu viel daneben hagelt, man sieht es ja links oben an dem Lasersymbol. Wenn es halt rot ist, ist es kurz vorm Ausfall, nenne ich das Ganze jetzt mal. Und man muss mit den Schüssen, muss man schon
aufpassen. Wenn man da zu viel daneben hagelt, dann macht man dem Boss nicht genug Schaden und dann fängt er halt an und macht mehr Schnitte und alles. Weil man ja ihn halt nun mal nicht bearbeiten kann mit dem Laser und das ist ultra unangenehm. The amount of time you save by being able to hit the laser with it not moving too much is a lot more than the reformation animation. Deswegen haben wir da jetzt auch wieder die Fähigkeit benutzt. Da muss der jetzt aufpassen, deswegen hat er kurz aufgehört zu schießen. Da muss der jetzt aufpassen, weil ja, jetzt hat er ein Problem, weil jetzt war sein Laser ein paar Sekunden außer Gefecht. Das ist nicht gut. You can, because it is awesome. And it's a correct thing to love. Aber so wie er es aussieht, kriegt er es auch wieder geregelt. Der Boss, der zieht halt auch am Leben. Das ist der Boss, der ist halt schon relativ heftig. Das ist ja lustig. Der Chat ist die nächsten 10 Minuten damit beschäftigt, sich über mich aufzuregen. Wahrscheinlich. So, Boss besiegt und jetzt können wir wieder alles zuschnüren. Yeah, so it looked like you magically suture a thing together, but didn't get lucky there. Yay, der nice Patient ist gerettet. Woohoo! We got it! Wie viele Patienten gibt's noch? Ach, das müsste eigentlich jetzt langsam kurz vor Ende sein, wenn ich jetzt so völlig benebelt bin. Absolutely nothing. Because we're now dealing with our friend Rei Mayazumi, the woman that was flirting with Derek and trying to steal his superpowers. She has a Lethia inside of her, which is basically a boss rush version. I see what you did there. But, ich bin Doom. Real talk. Doch, die Haut ist ein Organ. Ist in jedem Medizinbuch sofort finden, dass die Haut das größte Organ ist. I absolutely love this game and series. The commentary is wonderful and your skills are amazing. Keep up the good work, Trojan, and make the world guilt. Hat nur 10 Minuten als Estimate, ja. Ich hab das auch so im Kopf, dass wenn man halt diese Stadt hier sieht, dass dann nicht mehr viel kommt. Habe ich definitiv so Kopf. So, da haben wir wieder ein bisschen mehr zu tun, denn wir haben wieder 10 Minuten Zeitlimit. Leute, bitte, keine Drachenlord-Memes. Alles, aber nicht das. Ich muss schon dieses Spiel durchstehen. Seit 2 Stunden. 3 Stunden! Alright, so, final exam, final boss. We're gonna deal with multiple miniature versions of the guilt that we've seen over the course of the run. So, dann machen wir erstmal wieder einen Schnitt. Natürlich erstmal wieder in den Körper rein, weil im Körper Traum, gibt es Dinge zu tun. So behalten wir das nicht in Erinnerung. So wird das nicht in Geschichtsbüchern stehen. Doch, definitiv. So, und jetzt kommen wir zum Endboss. Es ist Endboss-Zeit. Ja, wie funktioniert dieser Endboss? Dieser Endboss hat kleine Ads. Und wir müssen, wenn das Auge aufgeht, müssen wir in dieses Auge das schwarze Mittel reinpumpen. Wenn wir das oft genug gemacht haben, dann können wir das Auge beschießen. Er will bei jedem Mal, wo das Auge aufgeht, das schwarze Mittel da reinpumpen. Weil das Problem ist, er will jetzt in dieser Phase, wo der Boss keine Ads mehr hat und auch keine spawnt, will er... Das glaube ich nicht drin. Okay, entweder er verhagelt gerade den Boss oder ich bin verwirrt. Beides ist... Ja, jetzt ist er in der Phase, wo er den Boss selber Schaden machen kann. Er muss immer die Stränge durchtrennen, wo die nicht rot sind. Die muss er durchtrennen, da muss er jedes Mal warten. Und beim letzten Strang muss er halt kurz schneiden, aufhören. So, jetzt hat er dem Boss eine Runde Schaden gemacht. Was dieser Boss noch für eine Fähigkeit hat, ist, dass er jeden x-beliebigen... vorher Boss, jetzt Mini-Boss, spawnen kann, den wir schon im Spiel begegnet sind. Was ultra ekelhaft ist, möchte ich sagen.
So. War es jetzt in der Phase? Ja, jetzt hat er es richtig hinbekommen. Jetzt hat er nämlich in der Phase, wo der Boss nichts macht, es hinbekommen, dass er in die, nennen es jetzt mal, verwundbare Phase übergeht, damit man dann hingehen kann und, ja, halt angehen kann. Aber da hat er es, glaube ich, gerade verhagelt. Ah, ne, er hat einen Schaden gemacht. So, da kommt jetzt er hier. Und das sind ein paar viele von dem Gegner, wie sich jeder denken kann, weil das ist nicht witzig. Das ist definitiv nicht witzig, wenn man so viele von denen hat, die auch noch massig Schaden machen. Hier muss man jetzt aber hingehen und muss Boss-Abspaltungen erst entfernen, bevor das Auge wieder aufgeht, damit man das wieder, damit man das wieder triggern kann, sozusagen, mit dem, mit der schwarzen Injizierung. So. Machen wir jetzt noch ein paar Mal. Mal gucken, ob das schnell genug ist, weil ihr seht ja, die Zeitfenster sind ziemlich eng bemessen. So, da sind wir jetzt wieder in der verwundbaren Phase des Bosses. Er hat bei dem Boss auch einmal seine Fähigkeit benutzt. Alright, now we've got the final phase. So we can slow down time, right? Because aber jetzt nämlich, weil jetzt rastet der Boss nämlich vollkommen aus und jetzt muss man die, okay, das macht er jetzt ganz anders als im VR. Ich hab null Ahnung, was er jetzt genau macht. Angewartet. Also, ich kann's nicht sagen, was er jetzt genau gemacht hat. Er versucht jetzt halt sein Pentagramm zu machen, was er leider wieder verhaut. So, und jetzt das alles halt viel, viel langsamer. Und jetzt bewegt er sich im Kreis mit mit der roten Markierung, sage ich mal, für die Nervenstränge. Damit halt alle Nervenstränge gleichmäßig bearbeitet werden. Ja, Reina's in a room with a bunch of vats full of guilt. Welchem Organ befinden wir uns gerade? Wenn ich das richtig sehe, müsste das das Herz sein. Warum hat das Herz ein Auge? Weil das Herz sehen kann. Ja, mit deinem Herzen. Klingt zwar ganz, ganz toll, aber ich glaube, das ist so nicht korrekt. Bin mir da fast sicher. So, wenn ich es richtig im Kopf habe, dann war es das jetzt auch mit dem Spiel. Time ist in dem Moment, wo er, ja, letzte Endziehen triggert. Letzte Endziehen, das war jetzt wieder geiles Deutsch. So, just a little bit of menuing, and then after the screen goes black, the credits will roll, and I will call time. But we've got about 20 so, und still a very good run. Yeah. Gen Boss? Hopefully no one noticed the mistakes. Please. Don't verwirr mich mehr. So when the screen goes black, that ihr seid alle böse. Time. Ja, Time, sag ich doch. Yeah! Das war's! Der Run ist vorbei! Trauma Center! Under the Night 2! Erlösung! Hab jetzt nicht die größte Ahnung von dem Spiel gehabt, aber ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Ich glaube, das Unterhaltsame war dem Chat etwas wichtiger bei diesem Run. World Record is 2 hours and 22 seconds. Servus. So, nochmal kurz warten, bis das auch vorbei ist. Dann starte ich den Stream kurz neu und dann geht's so mit dem nächsten Run weiter. Der macht die Technikprobleme.